Voilà. Dann, wie gesagt, für den nächsten Punkt, Conception de Stationnement de la Ville de Chenard, Approbation du nouveau Reglement de Circulation. Ich meine, wir hatten, just denke, den nächsten Vortrag geholt, gehabt, wo wir vom Prinzip gestimmt haben für ein Parkraumkonzept für ganz Eschenach, mit Parking Residential für ganz Eschenach. Aber das haben wir gesagt, damals, darauf sind, wenn, das dort, wenn wir auf den dritten Weg gehen, muss man natürlich ein ganzes Verkehrsreglement adaptieren. Am Jahr noch einen Text, Code und Nägen gemacht. Das ist nicht einfach eine Adaptation, sondern einfach ein Gesamtverkehrsreglement. Und plus auch das, dass ein Dokument dabei gewischt, wo die Einzelstraßen genau abgezählt sind, die zu den einzelnen Regionen dann zählen für die Parking Residential. Und dafür bin ich froh, dass Jacques Dostert von Büro Schreder Associates hier spreche, ganz kurz über das aber trotzdem komplex Dokument zu gehen. Und vor allem, wenn du eigentlich froh wären, dass die vorhin auch gut geklärt gehen. Und das wäre der wichtige nächste Schritt, für dann an die Umsetzungsphase zu gehen. Jacques, du hast das Wort. Ich wollte mir nur ein Konzept des Stationenmarktes vorstellen, die dann in Hamburg in verschiedenen Punkten. Die neue elektrische Wichtigung ist, dass man die Idee hat, die wir verfolgen, die ganze Reglement festzumachen, wenn man sich so anguckt, dann auch kurz hatten. Das ist immer, dass die alle Änderungen, die wirklich wichtig sind, aber natürlich auch zu sehen ist. System zu machen, den es allein ein bisschen besser Leserlichkeit auch zu kriegen von dem Ganzen. Das heißt, dass einerseits, dass man weiterhin am Zentrum die Hauptpartner, die wirklich extra am Zentrum sind, sondern schon mal, wenn man die Hauptpartner auf der Place Saint-Willibord und so weiter, die mich mal weiterhin ein paar Jahre, zwei Stunden los sind, von 8 bis 16 Uhr, dass ich die Mittagspause von den zwei Stunden, was du nicht mehr machen kann. Das ganze Zentrum insgesamt, gibt man, der ja halt abgedehnt ist, die gibt komplett anders, dass sie immer ein paar Jahre überwohnen, auf maximal 12 Stunden vom Mendes bis Samstag, dann noch zur Präsident Requiert. Das ist dann im Vergleich zu der Roter Zone, wo jeder Mensch muss in die 12 Stunden halten. Also jetzt sagt er dann der Orangert Zone, die Präsident mit der Vignette vom Zentrum eben weiterhin können halt stehen, wie das halt der Fall ist. Und dann eben noch an den Wohnquartieren der Römer gibt es das Stationnement residenzieller, bevor in dem Moment man Disk auf maximal 3 Stunden limitiert. Und das für mich das bis weiter, sondern zwei Parkingen, die eben nicht limitiert sind an der Dürre, das ist einerseits eben der Parking beim See und auch der Parking Benedikt. Mit dem Konzept fähren wir sich neue Sektor an, das ist einerseits eben der Sektor Centrum, den Tautschau gibt, die bleibt auch so gestohlen, das ist die Leute, die halt an dem, die halt schon ein Linie, das ist das immer residenziell jung, die kriegen dann immer dieselbe Sektor, den ändert auch nicht, geografisch. Da kriegen wir einen neuen Sektor West sich dabei, mit dem ganzen Richtung letzte Beispiel Richtung See und auch Thron. Und dann noch der Sektor Süd, mit dem neuen Lotissement, wenn ich wegkomme, respektive Bougie-Balter, Alpha-Bayer und so weiter, die dann eben noch ein Sektor residenziell ist. Und dann wird eben nur noch die Möglichkeit für die Leute, der Mama zu tun, dass die eben noch keinen Vignette kriegen, den Moment, wann sie das dann wählen. Geht das mal an der Mama selber los, nicht den Disk aufheben. Am Detail, am Zentrum hat man eben die ganze Nationalspruch, das ist Trudy-Pont-Rue de la Montagne, Marktplatz und auf Lützebäuer Straße, wo man
dann limitieren Pilgerin von Mensch bis Samstag 8 bis 16 Uhr maximal 12 Stunden. Der Preis, wenn ich das gezählt habe, in der Pilgerin und selbst bleiben. Und selbst gilt dann für zum Beispiel Parking bei der Jugendherberge, hat im Supermarché, bei der Schulischgasse, aber auch bei der Basilika, die dann selbst reglementiert sind. Und dafür all die anderen Straßen am Zentrum, da wo ich dann erlebt habe, natürlich zu parken. Da gilt für sich letztendlich dasselbe für Visiteur, das ist so, dass ein Resident an der Straße selber, wie gesagt, man sagt, wenn er den Moment kann parken. Eine Ausnahme aus dem Parking kann, wie man in der Diskussion gleich gerne hat, die man proposieren, eben maximal 4 Stunden zur Resident effektiviert zu reglementieren. Das ist so, dann wird das auch fixiert gehen am Vignettentext, dass dann plus die Residenten, die ein Vignette tun, aus den anderen Sektoren am Zentrum, also West, Süd und MN, auch dürfen 12 Stunden gratis da halen, natürlich die Vignette für eine gewisse Gültigkeit, die müssen nicht bezahlen, nee, sie müssen sich auch um die 12 Stunden halen, die anderen Visiteuren auch. Dann, wenn man fünf Kaffee in den Rad gehen, dann haben wir erstens die Parking, die rund im Zentrum leihen, wie zum Beispiel rund im Lira-Show, die Kirchfest, auch Rabatt. Aber auch den Parking hier bei der Gare, den auch noch eben noch zu stehen. Den könnt auch, den gibt man eben am Disk reglementieren, noch maximal 3 Stunden für jeder Reh. Eben auch da man zählt für die Visiteuren, auch da ein Kaffee, kann man nicht denken, an den Wohnkaffee in der Rinsischen. Und dafür geht die ganze, wo heißt eigentlich ein Detail, wie gesagt, und dafür geht eigentlich die ganze Karte hier in der Rum, wo sich den selbst, was auch eher irgendwie reglementiert wird, aber so Präsident rekliniert, dass die Stammungen, die Ingenieure tun können, in dem Moment auch weiterhin so stehen, wie das eben halt auch gefallen ist, sondern den selbst schon kompliziert. Deutschland von Packung, also von Packung bei Müllermisch beim See, den nicht limitiert wird, weil der auch eine ganz klare Pack-and-Fight-Funktion weiterhin wird. Und dann das Hektar Süd. Auch da könnte Packung selber, die Packung residenziell, auf maximal 3 Stunden für jeder hin, außer für Dominant, die ein Linie tun, und das meint bis Freitag, nach bis 16 Uhr. Und da ist Packung benedictin, den ein Ausnahmes, den eben auch. Nicht an der Dürre limitiert, außer die 48 Stunden, die sowieso überall an alle Straßen halt zwischendurch gibt. Was Vignette angeht, kommt eigentlich keine Änderungen, außer dass man neue Vignette für die Sektoren erfährt, mit Konditionen von der stehbleibenden Sicht dieselbe, statt dass das immer wie es nach selber geht. Das ist nur eine Vignette permanent, die Jahre gültig ist, also provisorisch, zum Beispiel für Leute, die reservierst du nach 10 Jahren Plattbreite, dann gibt es zum Beispiel Plattbreite, die sich dafür ummelden. Und noch ein Vignette Visitor, die zum Beispiel Studenten, die sehr länger 3 Monate oder 2 Monate im Sommer vielleicht sind, die dann für die Periode auch ein Vignette benutzt wurden. Was aber dabei kommt, dass ein Vignette ist, dass sie immer professionell, die auf eigentlich genau dasselbe Relat, ein Vignette ist, dass sie immer residenziell. Media ist aber limitiert, das ist auch ganz klar um Betrieber, die aktuell im Moment und für eine bestimmte Periode auch Aktivitäten, also Chancen zum Beispiel eben an der Stadt tun. Also das ist nicht für den Kommerz, die selber hier zuerst haben, oder für die Kontrolle für den Kommerz hier zuerst haben, das ist ganz klar am Kader für eine Chance, zum Beispiel schon kurz einmal bei frisch gemacht werden, über 2-3 Wochen dann sehen den. Den sie da werden, müsst du hinerscheinen, dass die nicht okay, es müsst du bezahlen gehen oder disprägen gehen, dafür geht die Linie, und das für die Leute eben noch gedrückt. Wie gesagt, so Konditionen, was die Linie angeht, die bleiben so, wie sie halt sind, das heißt, alle Haushalte recht auf 12 Linien, der Tarif bleibt so wie ein Halt aus für alle Linien, die limitiert das, wie gesagt, bei der permanenten Bejahr, auf 41 Euro pro Jahr. An die provisorische Vignette, die dann noch für ein Vehikel de Remplacement kann befragt gehen oder eben als provisorisch ihr schon definitiv kann befragen, der wird eben noch den Preis, den nicht anders haben, zu Haut für 24 Euro pro Woche an einen Vignette-Visiteur, die dann auch denselben Preis wird, wie der tausende Fall aus der Tisch, 24 Euro pro Woche an die, aber wie gesagt, eine Kanu befragt, die für eine maximale Länge von 3 Monaten innerhalb von einem Jahr. Und dann eben noch Vignette, dass wir noch professionell, wie gesagt, den anderen auch für Doktoren oder für Soins de Santé, kann auch gefragt werden, die
oder auch Kader von unserer Kasernischen oder letztendlich auch von der Administration kommunal selber, von den Ärmsten machen können. Wir haben Vignette Parkage für Touristen. Dann kriegen wir das auch ein Vignette, die eigentlich schon gibt, die man nur ein Verkehrsreglement klar aber vorschreiben, die sich erlauben, der Resident vom Hotel oder der Visitor halt mit Trifolio und Parking hat, die sich mehr lang, also sich nicht müssen, die maximale Dürre von den 4 Stunden zu halten, mit die Gilden mal auch Möglichkeit kriegen, gegen die Zölle von der Tax, eben auf dem Parking in dem Moment zu stationieren. Dann ein Kabinettreglement, was ja wie gesagt halt schon am Zentrum geht, aber dort wird auf dem ganzen Territorium von der Gemeinde erweitert gehen. Das heißt, der ganze erste Nachteil wird auf der Kabinettenpachtverbot, der ganze erste Nachteil wird von Mainz bis Samstags von Nischlingauer bis Erdauer die Verbote sind Parken, aber unten sind noch den ganzen Tag. Und die zwei Parkingen, die ein Ausland bilden, dann das Neike der Parking beim See oder Deel vom Parking beim See und eben noch ein Deel vom Parking Benedikt Park, wo man eben verschiedene Parkplätze aus der Zone ganz bewusst rausstellt, für das man trotzdem möglichst in einer Alternative bieten kann, man sagt, kann man nicht oben perspektiv den Weekend parken. Neben wir limitieren und plus facilitieren, dass man Kabinetten Tourismus kriegen, limitieren wir also kann man in der Stuhl, pardon, den dann nur noch ein neues Vignette-Parkage vom Kabinett kriegt. Das heißt, sie nehmen Residenten vom ersten nach die Drehstuhl, so ein Vignette zu bringen, aber nur mit dem können durch Stuhl. Das heißt, also, das könnte es verhindern, dass Lohr so ein EFU-Bildbusch können und dann den Weekend den ganzen Tag sein Kabinett einfach packen beim Seestuhl. Die Trümpfe für den Tourismus, die zu uns können, wird aber trotzdem für den Abwohner von erster Nacht durch eine Alternative bieten. Nur vom Planning her, wie gesagt, dass wir heute hoffentlich der Wort von dem Stationnement, von dem Konzept des Stationnement, das soll, dass wir werden ab Januar eben aufhören, noch die Demonten und Präparationen zu machen, dafür die Umsetzung von dem ganzen Konzept, das ist natürlich ganz viel neue Schilder zu setzen, beispielsweise auf dem, was macht der Rabestand. Das ist eine Broschüre, die soll ausgedehnt in den Publik, am Prinzip auch so ein Präsentation Publik geplant. Voilà, das war ja nicht der Winkler Papier. Natürlich unter den Konditionen, die in dem Moment in den Mädels sind. Ziel ist dann eben am Freier, am Band oder am Freier dann noch die Arbeiten zu realisieren, sodass ab dem 1. April das neue Konzept dann noch so erkannt werden. Voilà, schon ein Problem, wie gesagt, dazu. Und dann sehr optimistisch, so ein Kanäle festzustellen. Merci. Ja, merci Jacques für die Präsentation. Ich meine, wir sind noch ganz gut Präzision gekommen. Ich meine, die an der Arbeitssitzung haben wir viel, viel froh bewusst abgelost, weil wir sollten das nicht alles stehen gemäß halt. Wir haben diskutiert, wir haben Feedback gesammelt, wir versuchen alle guten die Unklarheiten mal anzuschaffen. Und ich meine, nur etwas, was kohärent ist, was schlüssig ist und was zielorientiert ist. Das ist Ziel, was wir wollen, moderieren, das hat man einfach am Zentrum. Parkplätze haben, frei haben für Leute, die erst nach Ackhafen kommen oder wenn die Restaurant und in ein Restaurant kommen, dass die Möglichkeit gehen ist und dass man einfach ein Roulement am Parking haben und dass die Karten auch nicht zugepackt sind mit Leuten, die just die Schicht nachfuhren, halt in Auto stoßen und dann stark schaffen gehen und auf ihrem Sicher kommen. Das war ein Problem. Und die Verdrängungsproblem haben wir gesehen, sobald wir hier natürlich reglementiert haben, dann ist das ein paar hundert Meter weitergegangen. Und wir behalten ab, um das immer so punktuell flickerbisch zu machen. Man muss ein Gesamtkonzept machen. Und dort ist das Konzept an Schmengen, dass das dort seine Frieden drohen wird. Und dass sowohl der Resident halt zuerst noch ganz zufrieden ist, dass wir wie auch den Verbauten dabei können, weil dann definitiv nur beim Zentrum mit ziemlich großer Sicherheit einen Parkplatz da findet. Voilà. Ja, merci für das Wort. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo man die Leschkirche war, etwas anderes festgehalten hatten. Und zwar stand noch am Dokument, dass wir bei 60 Cent gingen bleiben, und da ist aber das Propos vom Schäferot Judei noch immer, dass wir auf 50 Cent gehen, für das es mir einfacher ist, mit uns mal 50 oder 1 Euro anzuschmeißen.
Und wir haben hier auch gesagt, dass wir gingen die Brötchentaste beibehalten. Das ist dem selbst, was manchmal auch mehr Fraktionen am Gemeinderat noch gefroht hätten. Ich hätte vielleicht nur noch, noch zwei, drei Fragen, Präzisionsfragen, die für uns noch nicht ganz klar waren. Ja, vielleicht just einmal direkt auf die erste Antwort. Für mich ist die 1. Cent, der Jacques hat auch gesagt, das bleibt viel fair. Und wer ist die 1. Cent, dann das ist die 1. Cent. Ne? Also ist das richtig? Ne? Ja. Haben wir 50 Cent, dann bleibt 50 Cent. Okay, und das haben wir das mal gesagt. Also, das ist ein Moment, ich weiß nicht, das ist nicht ein Moment. Ich meine, ich kriege das ein Moment 50. Ah, okay. Also, das war effektiv, wir sollen bleiben, wo das und wir bleiben, wo das. Ich wusste nicht, wo wir wären. Also, wenn wir 50 Cent, dann bleiben wir 50 Cent. Brötchen, hast du gesagt, ich meine, die geht das auch noch. Ja, also das wird auch nicht zugepackt. Das ist eigentlich das bleibt. Verkehrsreglement, das Reglement hat. Ja. Wie auch der Preis der Dame, also das ist schon genug gesehen. Nee, das ist nicht geplant, Brötchen, hast du aufzuschaffen. Also, die bleibt. Okay. Tschüss, kurz die Bänder und dann kann man kurz. Zu der Brötchentaste wollte ich das so und die Stunde am Anfang auch nie zur Diskussion. Das ist, wir wollten die immer beibehalten. Okay, ja, das ist gut, das begrüßen wir, dass die Brötchentaste beibehalten wird. Eine Frage, die ich nachher konkret zum Konzept an den Zonen hatte, meist vorgestellt in der Arbeitssitzung, ob just die ausgewiesenen Parkingen von dem Parking Residenzieller, von den Vignetten am Anfang betroffen sind oder ob es einfach generell Parkplätze sind. Ich gebe ein Beispiel, am Zentrum AKK als ein ausgewiesener Parking, der Gare als ein ausgewiesener Parking. Es gibt aber am Zentrum überall so kleine Parkplätze längsariert. Und da war mir alles nicht ganz klar, ob am Anfang das Konzept auch für Parkinge gilt, die einfach längsriert sind, oder ob just ob Parkinge fixiert als die ausgeschrieben sind, ausgewiesen sind. Also das vor allem das Zentrum betrifft, aber das schränkt jetzt weg, das mir einfach das zu erklären. Also heißen effektiv, das heißt, sie sind die Parkinge eh zurückgefällt, also die größten, diese Parkinge sind die Parkinge, wo die Vignette ist, dass sie nur residenziell, also keine Lüftestätte, wo jede Rehensicht müssen sie die 12 Stunden haben. Und die kleinen Parkinge, die man den kleinen Parkflaschen, die man allerdings über hier tun, die scheinen nicht extra gefordert tun, also die sind auch dafür gebraucht. Und dann war noch eine Frage, die wir gleich abgeworfen hatten, wie viel das Vignette Stationnement professionell am Endeffekt login kostet. Weil wir hatten, wie wir die Präsentation konnten, hatten wir verschiedene Beispiele von anderen Gemengen, wo die eine Gemenge nicht fragt, andere Gemenge fragt wirklich ganz viel oder gestaffelt. Da hat er uns noch nicht gesagt, wie das machen will. Jacques, ich weiß den Preis auch nicht, du hast meinen Propos gemacht. Am Prinzip, wir hatten einen kleinen Propos gemacht von Drittschröber und Möbel. Es steht aber nur nicht, ob der Lohan Kader von dem Reglement-Tax ist. Das weiß ich, dass das nicht. Wir müssen dann Reglement-Tax stimmen, zusätzlich von dem heute. Ja, wenn der Lohan nicht mehr dran, aber bei ihr schon mehr und dem nicht mehr dran ist, ja. Ja, da muss ich. Ich fand es irgendwie durch mit Drittschröber und Möbel, das ist maximal 160 €. Das soll auch wirklich etwas kosten. Ne? Jetzt soll eben nicht das einfach so probiert, den Tourismus da maximal machen. Das soll schon davon im Teil so wirklich zu spielen. Ja, das wäre dann immer ein Propos. Also wir hatten das da. Wir hatten darüber geschwärzt, da waren ein paar Propose von verschiedenen Gemengen und da hat mir so an der Mitte so getroffen. Ich wusste nicht genau, wo die wir. Da ist dann ein Propos vom Chef, auch diskutiert, wenn die Gemeinde die Meinung hat, dass man einen Tax hat, dass die Gemeinde das souverän ist. Wir stimmen den Tax, die Sinn möchte. Gell? Pardon. Ich habe noch eine letzte Frage. Mir ist vorgestellt, ob par rapport zu den Parkautomaten, die wir aktuell en place sind, ob wir par rapport zu dem neuen System noch weiter Automaten müssen ersetzen und ob ihr dann vielleicht auch direkt könnt mit sonst mal auf den Weg gehen, dass ihr Parkautomaten ersetzt, sonst mal
mit neuen Technologien, das heißt, dass wir zum Beispiel mit der Sonne können, die Energie haben. Voilà. Das war noch ein Froh, die wir uns gestellt hatten. Ich bin davon ausgegangen, dass alle automatischen Funktionen direkt funktionieren können, weil die Energie hier kriegen. Also, wenn dir der Schwur, den dir genau überparat hört, dass du alles drum hast, wie du den Schwur von dem aktuellen Modell hört oder neuen Modell hört, im Prinzip kann ich mit der Rechnung mit 16 bis 17 neuen Apparaten im Zentrum sein. Ja, wir hatten im Kader vom Budget hat man mit Service Technik auch darüber gesprochen, und als dann der Jean Schmale bei uns, den ich glaube, können wir dann nicht genau das dazu gesagt, das heißt, dass wir noch profitieren davon, die verehelsten Automaten mit realer Technologie zu setzen, durch neue, und dann den ganzen Package, das wir dran haben, effektiv, wie du bei uns Klima. Packt, guckt man natürlich so gut wie möglich mit Solarpanelen zu schaffen. Also das, Jean Schmale kümmert sich darum, ich habe voll Vertrauen daran. Und dann noch, auch dazu mit Kärchen, all die Sachen, die man mit verschiedenen Ahlen natürlich nicht hatte. Aber mit dem dort Reglement, mit der dort Umsetzung, kriegen wir auch dann modern Parkautomaten, wo die Frieden sich auch alles spielt. Okay, ja. Carola, dann danke noch. Ja. Just für zu fragen, wie viel der Parkautomaten geschätzt haben wir an der Gemeinde? Das ist just schon mal froh gestellt, wenn sie sehr sehr sind, wie sie sind neuer. Du musst mich um linken Fuß, oder ich weiß es nicht. Das war nicht meine Absicht, das haben sie schon mal froh gestellt. Du noch weiß es, pardon. 50 Schritte, die müsste ich von 2015. Und dann so auch mit dem neuen Konzept hatten, das hat eben tatsächlich gestaut, das hat auch nie gestaut, und sind aber viel an den Perimeter dran. Das heißt das nicht, dass man da so viel brauchen, aber wie du musst mal, wie gesagt, mal zusammenarbeiten mit Service Technik, genau gucken, wer ersetzen, was muss man überhaupt ersetzen. Also wir sind ungefähr um die 50 Stück im aktuellen, nicht am Schluss, also am Zahnzahn. Nee, es sind nämlich viel Arbeit dabei. Ja, Jean-Claude. Na ja, ich wohne in Intramuros und ich profitiere in Loscha von zwei Vignetten. Ich meine, das ist gut, dass wir ein Konzept tun, was kohärent ist, wovon die ganze Community urbain profitieren. Auch die Leute, die nicht intramuros wohnen. Ich habe persönlich auf eine Kritik und dem Konzept, das ist, dass wir besonders keine Limitationen erfahren. Das werde ich fertig, dass das erste Nacht am Samstag so etwas zugeparkt wird und dass den Dares-Tourist, den ins Zentrum kommt, dass die keinen Parkplatz hat. Das ist meine Kritik, also persönlich nur im Konzept. Ja. Ja, also wie gesagt, wir hatten auch an der App ein darüber geschwärzt. Da waren wir, da sind wir noch nicht 100% eins am Sonntag. Ich gehe so mehr starten nochmal. So, wenn wir gesehen haben, dass wir wirklich richtig Probleme kriegen sonst. Dann hast du kein Problem für die Gemeinde, wo dann das Reglement denke, aufpasst, was der Sonntag überlernt. Aber das war einfach so, für nicht zu viel zu changieren, ne? Weil auch so als Sonntag gratis. Und erst danach, das war so ein bisschen Konsens vom Gemeinderat, nicht auf alle Punkte den Schrauben zu drehen, mehr einfach, da komme ich auch nicht dort. Aber wie gesagt, wenn wir nur merken, dass wir da sonst massive Probleme kriegen, dann muss man reagieren. Das scheint mir auch ganz klar zu sein. Gut, da scheint noch kein Froh mit zu sein, da gebe ich, was hauptstimmt, das ist das Reglement der Zirkulation, das ist den Textcode, ne, die pro 100 Seiten, das ist nicht zum Wort, wenn das du mit dem D'accord. Merci, wenn das da geht. Das sind dann zwei Gegenstimmen, ich meine, das brauchst keine Enthaltung zuvor, ne? Zwei Gegenstimmen und die anderen vier. Okay. Jacques, vielen Dank, merci. Wir kommen, du darfst gerne bleiben, aber du musst auch nicht bleiben. Ja, vielen Dank, merci. Voilà, da kommen wir bei dem zweiten Punkt. Das ist der Budgetrektiv für 2020 und der Budget 2021 vom Office Social. Ich gehe nicht durch das ganze Budget durch. Die hat den gesehen, am ordinären Budget bleiben wir da bei 1,6 Millionen. Sowohl am Budget Rektiv 2020, denn Budget 2021 liegt drin, aber auch also 1.589.000 Euro am ordinären Budget. Das ist natürlich das ist ein bisschen den,
Trend der Zeit, dass immer mehr Leute den Office Social brauchen, um hier rumzukommen. Natürlich, wir sind den Office Social mal zusammen mit Großbad Mompisch. Wir müssen mal Großbad durchführen, dass natürlich auch Großbad Mompisch mehr groß sind, natürlich mehr Leute. Und dann war dann ein Trend, dass ich meine, hatte ich auch schon Vicky Berstadt heute, was die Office Social als geschwärt hat. Mit, am Anfang, wie wir mit Rosbad zusammengegangen sind, und die Rosbad hat uns aufgeguckt, ja, das Problem oder das Leid mit Finanzen nicht, die sind mehr zuerst nach, nicht am ländlichen Raum, aber das hat sich auch leider geändert. Und sie sind noch mittlerweile auch eine ganze Gruppe Klienten an der Rosbad-Mompischer Gemeinde. Und das ist einfach ein Phänomen, überall am Land sich spreit möchte, dass Leute nicht mehr rauskommen mit den Suchen. Und ich bin einfach froh, dass wir noch viel Soziale haben, die gut Arbeit machen und die da ganze Gruppe Sachen können abfangen. Voilà, ich meine, der Budget hat ja schon geguckt. Hast du vielleicht eine Wortmeldung? Nicht, da gebe ich den Budget rectifier für 2020 vom Office Social zum Wort stellen. Also Unternehmen. Und dann noch nach den anderen der Budget 2021 vom Office Social, wie das du mal da verstanden hast. Als Unternehmen, merci. Wir wiederholen dann sich just nehmen, der Wort, den sie schon geholt haben. Und das muss die Gemeinde Rüsterbund Besuch machen. Merci dann für den dritten Wort. So, da kommen wir bei dem dritten Punkt, Approbation der Akt Notarié. Das ist zwar nämlich ein Akt, mit dem sich vier Objekte, wir hatten zwar ganz kurz gesagt, das sind unter dem Toppen hin, wie wir das Gebäude nennen, das ist ein Haus an der Wasserbüller Straße, wo an der Zeit ein Restaurant drauf war, ein Kaffee, ein Restaurant, ist ein Kaffee, und dann hat mir lange Zeit die Lieder dran. Um Rechosse an um welche Stadt Mac-Aspel, bis wir es mehr so regional hatten. Und das sind wieder zwei Wohnungen an einem Gebäude, wo vier Wohnungen dran sind. Das Gebäude das nie ganz gehört. Wir waren immer ein Co-Proprietär. Und im Prinzip müsste das Haus renoviert gehen. Das ist schwierig, wenn es nicht allein Proprietär warst, aber es ist aufhängig von den anderen. Und wir haben, so wie an dem Zustand wie du hast, keinen wirklichen Nutzen mehr gehabt. Und dafür haben wir die Entscheidung geholt, für das zu verkaufen. Leider ist es so, wenn die Gemeinde etwas verkauft, dann muss es verstehen. Und das ist nicht immer, dass dann ein interessanter Preis rauskommt. Das war auch genau heute der Fall. Das für mein Gefühl. Preise herauskommen sie, wo privat war, pro Privatleute, die Matte steht und die wollten für sich eh nutzen. Und das haben nur aber Immobilienfirmen, die Wohnungen gekriegt haben. Ich freue mich, zu welchem Preis die haben auf den Markt gekommen. An demselben Akt sind noch zwei Terrain, an der Wasserbüller Straße hier Richtung Wasser. Ausfälle rup, ne? Ausfälle rup, auf der letzten Seite, wo die kleine Park war, da waren zwei Terrain, wo wir auch die Saison geholt hatten. Wir dürfen die verkaufen. Und das sind die vier Objekte, die waren dann alle vier auf der selben Stelle. Für den Terrain hatten wir, am Markt, für den einen Terrain von 4A09, haben wir 282.000 Euro kriegt für den Terra 5R,46 Cent. Im Jahr haben wir 374.000 Euro gekriegt für das Endappartement im ersten Stock von 41 Meter Karre haben wir 204.000 Euro gekriegt, also Steh, also der Steh gesteht gehen. Aber für das Appartement im Rechossi von 107 Meter Karre 301.500 Euro. Da können Sie schon freuen als Gemeinde, wenn ich viel suchen habe, geht mir auf der anderen Seite, wenn ich denke, bedenken, die Leute, die dort wollen wohnen, was die müssen für den Preis freuen, dass das
Ich war da mit Glück, ich will das machen, ich will es wirklich nie mehr machen. Wir gehen einen ganz anderen Weg, wo man kein Terrain mehr verkaufen, wo man ein offizielles Terrain zur Verfügung gehen, respektive wo man echte Wohnungen oder Gebäude kaufen und reinsetzen und dann mit einem moderaten Loyer auf dem Markt geben, für einfach die Leute Möglichkeit zu gehen, für zu wohnen und nicht für Preisspirale mit uns zu treiben. Weil das Gefühl hatte ich definitiv, dass wir ganz massiv die Preisspirale abgedreht haben. Wider Willen, wir sind forciert, wir müssen den Leute Weg gehen, den mir nur wirklich nicht gefällt. Natürlich, wenn wir das Gefühl so verkaufen, dann kommt natürlich der Reproche gemacht, dass die macht Favoritismus, die was Kriterien, das kriegen wir nicht. Das ist leider der Sorge von der öffentlichen Hand. Voilà, das ist schon ein Resümee, was alles in den Markt steht, wird wahrscheinlich alles gelesen. Gehen froh dazu. Scheint nicht der Fall zu sein, da gebe ich den Akt Notarié mit den vier Objekten zum Wort stellen, wenn es dem Akt d'accord. Das ist unanim, merci. So, da kommen wir auf eine Konvention mit dem CGDIS und da geht letztendlich just nur um eine Mise à Disposition. Das ist, das CGDIS hat zwar als Gebäude schon mal lange benutzt und wir müssen aber nur die dort Konvention, wenn man für dich stimmt, dann mit der Konvention können sie dann bei dem Notar gehen, dass man dann den Akt Notarié machen und dass sie dann proprietär geben. Es ist da, das ist nämlich eine Konvention, die Mise à Disposition und das darf den Chefrat nicht allein, du musst den Gemeinderat, weil schon aber nach ein Immobilie, als die der Gemeinde gehört, du musst den Gemeinderat, dass du souverän für darüber zu deliberieren, was wir damit machen. Voilà. Die hat das gelesen, also das ist ein normaler Schritt, für eben den, das Gebäude und das ist ja noch zu verkaufen. Wortmeldung dazu? Nicht der Fall, davon ich finde das mit der Konvention auch verstanden. Das Unternehmen, Claude, das ist ein nicht Albaner, ne? Das ist eher raus, ne? Ja, ich weiß, okay. Voilà. Pardon? Probier mal, das ist gut. So, das ist gut. 3.4, da steht Indemnität funktionell, die sie brechen können, ob ihr. Und mit diesen Suchen an sich zu gut, sind die auch am Budget irgendwie verursacht. Ja? Ja, absolut. Das war relativ lang Gespräche, die Verhandlungen, Martin, an Sündo, an das Gesetz vom CGDIS, wo genau drauf steht, wie sie müssen, zu welchen Konditionen sie müssen von den Gemeinden die einzelnen Gebäude aufkaufen und dann effektiv durch auch das Nutzungsding. Wir haben das schon so lange fertig und sie nutzen es schon so lange. An die Suchen, mir so bis jetzt haben wir immer Depensen, was das Gebäude belangt. Das ist schon mal aufgeregt, das kann ich nicht sehen. Aber effektiv, das kriegen wir über den toten Schlüssel, kriegen wir das zurückgezogen. Das heißt, all die Zöllen, die heute dran sind, die kriegen wir von den Zöllen plus nur den Kaufpreis. Das heißt, dass wir letztendlich aber nicht allzu viel drauf gelöst haben. Nee, ich habe mich just gefreut, weil die Stadt an sich nicht direkt rein von tun hat am Budget. Es kann doch sein, dass ich das mal Gedankenfehler in der Lage war. Da seid 13 Önnen, sagt die Claude. 13 Önnen. Das ist ordinär. Okay, da täuscht die Rechnung, dass der Leute 2020 über die Bühne geht. Ja, also geht wahrscheinlich nicht 2020, geht aber auch das Budget 2020. Wir können das Budget 2020 bis März belangen. Und da haben sie gesagt, das hängt nur vom Notar auf, wie schnell der Notar den Akt möchte. Und in dem Moment, bei der Unterschrift beim Notar, dann können sie die Firma machen. Sie dürfen noch nicht echt die Firma machen. Sie dürfen nicht aufgrund von dem Notarsakt. Aber wofür ist das Mann? 162. Normal müsste 170, wenn ich das richtig habe, ein Schiff. Gut, gut, noch. Okay. Yves,
Das ist also die Indemnität, die kriegen wir so lange, wie die Gebäude hinten nicht gehören. Ja. Und dann ist es drüber. Ja, ja, absolut, absolut. Und das geht nur, wie gesagt, ungeholt, das wäre im März, wo man das macht, da geht das eben die zwei, drei Monate vom nächsten Jahr nach Gerechen und dann nicht mehr. Das ist mir ganz last, dann haben sie die Aufgabe an eben bis dahin das Nutzungsdinge noch bezahlt. Ne? Also kann auch sein, dass am Budget da ein kleines, nicht ganz korrekt, das muss man adaptieren, weil von ihrer Solange ist. Wie es mehr sehen. Ja, dann geht das wahrscheinlich direkt viel vom nächsten Jahr, wo man den muss anpassen. Also, das sind, wir haben eine Estimation, da muss man kriegen, dann haben wir das Budget gemacht, dann haben wir eigentlich konkret Zölle gekriegt. Voilà. Wann sie nur ähnlich das, und da wird sie auch dementsprechend angepasst. Also da sehen wir letztendlich von Zuhören und Kunden, da wissen wir genau, was man kriegt. Mir hat schon gestimmt, ja. Okay, dann kommen wir bei dem Punkt 5. Ja, das wäre eigentlich auch am Kader vom PRG war das ein Thema, wo so drauf steht, dass der Etude Präparatoire, dass man durch die Wüstung, die man visieren, immer mit Leuten erwischt hat, dass man irgendwann ein Kreier als Gedanken muss machen, die weiß, was die Versorgung, wenn wir schon näher zugeschlossen sind. Und die Quellen, die wir haben, die gewisse was ergehen. Und wenn man den Projekt hier guckt, also das Projekt an sich, den die Gemeinde Rosbach Montbus mit dem Sidere ausgeschafft wird. Und da sieht man, dass wir im Moment ein Teil von Rosbach, die spricht, weil wir 500 Kubikmeter kriegen. Und das sind 300 Kubikmeter, die sie von euch kriegen, von erst danach, und dann 200 Kubikmeter von Sidere. Das ist im Moment also so, dass wir einen Überschuss am Wasser haben und die Gemeinde Rosbach noch verkaufen. Aber wenn ihr natürlich dann guckt, dann dem Tableau, die Estimationen am Meier, eher Long-Term, am Meier-Term werden wir wahrscheinlich an die Situation kommen, dass wir kein Wasserüberschuss mehr haben, dass wir das Wasser selber brauchen. Und dann am Long-Term geht dann in die Richtung, dass wir wahrscheinlich nicht genug Wasser haben für die eigene Bevölkerung. Ja. Und dafür ist das Projekt ganz interessant, da hat der Chefwort von Rösbach-Montbisch gefragt, an einer gemeinsamen Reunion mit ihrem Büro, die Tüte. Wie das mir angeschlossen ist, wir sind ja an sich auch angeschlossen, weil sie aus unserem Wasserbasis von der Manager das Wasser kriegen. Und weil sie eben versuchen, eine Ringleitung zu machen durch die ganze Gemeinde und eben über Montbus eine Zusatzleitung vom Sidere auf Dickweiler, wo sie dann noch Wasserbasis machen, dann wäre das nicht interessant, wenn man die Verbindung dann auch die Zusatzverbindung von Dickweiler rob, von dem Basis, den neuen Basis, den sie bauen, ob Eisen, Basing, ob das City Manager noch eine Dickleitung lehren, weil das war eine relativ kleine Leitung. An dem Moment auch, ob mir nicht auch interessiert wären, an der City Manager zu gehen. Das war so eine große Diskussion. Und ich würde auf jeden Fall, als das sinnvoll für mal die Leitung zu lehren. Dann natürlich, die Diskussion haben wir schon vielleicht 24 Jahre, dass das Thema uns nicht gern, das war wie Gasleitung gelöscht, die wird die ganz. Von der Mosel bis auf Montbus, an der Industrie zu waren, da waren die Entreprises sollen, die waren geholt, die Servitude waren geholt, und wäre gut gern für eine Leitung ranzumachen. Wir werden das nicht eins gehen. Bon. Los, müssen wir so 24 Jahre haben wir nicht den Bösel, da haben wir noch viel mehr Wasser zu viel, aber los, ich meine, los ist absolut sinnvoll, für das uns zu machen, dann, ich meine, das ist eine gute Sache, dann haben wir schon mal eine Garantie. Und dann muss man natürlich irgendwann mit Sidere dann noch die Diskussionen aufhängen, für Mama dort zu gehen. Das ist keine Urgenz mehr, aber wichtig ist einfach mal, dass wir Verbindungen haben und dann auch eben dann irgendwie gucken, wie wir es können an den Sidere abkaufen. Und den Repräsentant vom Sidere war auch da an der Reunion, da kommen wir gehen mit den dort weg. Der vierte dadurch, dass wir als mindestens zwei Gemeinden dafür machen, dass wir mehr starke Subsidien vom Ministerium kriegen. Und dann haben wir auch als Argument geholt, dass wir dieselbe Approbation, die wir hier holen, haben wir auch am Südest geholt, nicht am Südere,
Nee, CIA, oh, pardon. Am CIA, das ist ein Syndikat für eine Kommunalindustriezone auf der Monsanto. Weil da ist auch Großbritannien schon mal dran. Und dann, in dem Moment, das ist schon bald ein nationales Projekt, und noch weil in der Nation eine nationale Zone, und dafür haben wir die Wort auch durchgeholt, und einfach für auch, wie sie vom Ministerium so, dass die Leute aber nicht nur für ein Gemeinde wichtig ist, sondern für viel mehr wichtig ist. Also wir haben eine nationale Industriezone, wo aber 1600 Leute schaffen, Arbeitsplätze sind, und große Betriebe sind, aber auch quasi Verbraucher sind. Und da versuche ich mir, das als Argument dabei zu holen. Da können wir, also wir hatten geguckt, da maximal können wir 85% Subsid vom Invest kriegen. Bon. Nichtsdestotrotz, ich meine, das Prinzip ist gut. Sie haben die Etude gemacht, für das wir als Gemeinde können drunhängen, dass wir natürlich für die Kosten, die Zusatzkosten, die Zusatzdistanz überlangt, dass wir für die Planung auf die Kosten müssen drohen, das ist ganz klar. Und noch, wenn ich gesagt habe, wann die Leitung da gemacht hat, dann müssen wir selbstverständlich die Leitung finanzieren als Stadt, das ist für mich auch ganz klar. Aber da geht einfach nur die Approbation vom Projekt, das wir, und das hatten sie gesagt, sie am Gemeinderat Großbritannien holen, die wird, wir haben die Wort schon am CIA geholt, und das wird auch noch ein bisschen an diesem Gemeinderat holen, das ist einfach ein Dokument mehr, für dann noch die Subsidien oder respektive den Go von den Ministerien zu kriegen. Ja, geht doch wohl, meine Damen. Ja. Und wir hatten kurz in der Arbeitssitzung ja auch schon über das heute geschwärzt. Die Wasserversorgung war eben von den Punkten, die wir als DP-Fraktion noch an unserer Intervention zum Budget auch geschwärzt hatten. Von dem persönlich, dass das heute ein ganz guter Projekt ist. Und plus schaffen wir heute zusammen mit einem von unseren Obstgemengen. Dafür unterstützen wir das Projekt auch. Ich habe mir effektiv vorhin abgeschrieben, par rapport zu der Finanzierung. Das hast du gesagt. Hast du eine Idee oder hast du darüber geschwärzt, mit welchen Kosten ihn bei so einem Arbeiten als Gemeinde rechnen muss? Du hast gesagt, 85% könnte die Stadt überholen. Ich kann mir nicht daran vorstellen, dafür vorhin, ob du schon irgendwie etwas gesagt hast. Das sind schon zwei, die mir linken Fuß gewascht. Nein, ich weiß wirklich nicht. Okay. Nein, 15% von den Kosten, das sind einfach Terrassementsarbeiten, die zum Teil gemacht werden, bis Lickwellerpartner. Und dann ist die Leute noch da, als Gruf ziehen und den Leuten dran lehnen, das pro 100.000 Euro, schätzungsweise. Ja, aber wie gesagt, aus der Hüfte geschossen, das muss ich aber gleich prüfen. Also wir kommen, sicher, sie schaffen schon das Projekt aus. Und dann gibt es irgendwann eine Charge gemacht und dann wissen wir Preise. Und dann muss man sowieso in die Gemeinderat kommen, wenn man konkrete Preise hat, dann muss man das schon chiffriert kriegen. Ja, Jean-Claude. Ich meine, Kostenpunkt spielt sich keine Rolle, dass du hast die einzigartige Chance für uns in der Riese uns docken. Das trennt den da auch. Wir haben gesehen, ich weiß natürlich, in der letzten Zeit an Nachrichten gesehen, wie schnell das kann gehen, dass der Rezo kontaminiert ist oder so. Und ich meine, das ist immer besser, wenn er auf zwei Fee steht, als wenn er nicht mehr auf einem Fee steht. Ja, Karol. Ja, ich will mich dort dem Jean-Claude ausschließen. Auch von den Kästen hier, wo hatten wir eigentlich so die Frau mit. Viel mehr reden, weil man wollte so, dass das denkt Sicherheit, dass man ein zweites Möglichkeit tun, weil auch bei den Quellen, wenn ich denke, ja, besaß mit den Quellen, dann am Moment geht man ziemlich blöd durchstehen. Und von daher wäre begrüßen wir heute natürlich auch. Okay, dann gebe ich die Konvention, das Projekt zum Wort stellen, wenn das mit dem Projekt so wie viel das auch verstanden. Das Unternehmen, für was merci. Das war der Punkt 5, da kommen wir bei den Punkt 6. Das ist ein Avenant zur Konvention mit dem Mouvement des Égalités des Chances, pour l'égalité des Chances, pardon.
Und ihr wisst, dass wir hier zwei Jahre, drei Jahre mit einem, bei der initialen Konvention blieben sie von 2 Euro pro Aufwohner. Und sie sind dann abgegangen auf 3,33 Euro. Die haben wir nicht direkt mitgestimmt, haben wir zweimal ein extra Subsid gestimmt gehabt, von dem 1,33 Euro, vielleicht für einfach ein bisschen zu gucken, wo geht Dingen hin vom Mac. Und sie hatten dann also ein Projekt vorgestellt, den wir ganz interessant fanden. Dafür muss ich auch denken, den 1,33 Euro zusätzlich gestimmt. Und da waren sie da und den Projekt, den lief gut weiter. Und wir fanden, dass sie wirklich ein gutes Wesen, dass sie wirklich Erfahrungen gemacht haben, was hier das Finanzament anbelangt. So dass wir dann gesagt haben, hey, wir wollen auch nicht beenden, dann sind wir so weit davon, dass man muss herkommen für den 1,33 Euro. Weil auch all die anderen Gemengen, die noch immer in Konvention sind, die nur auf die 3,33 Euro gegangen sind, gibt mir proposieren, dass wir auch die Aufnahmen gehen, eben nur auf 3,33 Euro pro Aufwohner geben, mit ihnen Konventionen erschreiben. Voilà. Ich denke, gut, meine Nutzer. Carol. Ja, merci. Bon, wir hatten ja ein Spiffy gemacht von dem Dossier. Wir hatten sie auch gesehen, was auch gut ist. Und ich meine, wir drohen da doch noch mit, dass wir herabgehen, weil wir ja auch so mal die Antworten kriegen, die wir wollten Präzisionen haben, am Münze kriegt, die Projekte, die laufen gut. Es wär flott, wenn wir von hinten regelmäßig ein Feedback hätten, ein Bilan hätten, weil sie ja auch versuchen, die wir an hier Projekte rausstürchen, sodass flott wäre einfach. Von ihnen regelmäßig auch hier Aktivitäten erklärt zu kriegen. Ja, also sie kommen so oft, wie wir sie rufen, das ist kein Problem. Wir können von Zeit zu Zeit erinnern rufen, dass also kein Bilder machen, sie machen das ganz gerne. Das ist kein Thema, ja. Ja, mach so. Ich würde sagen, froh, sind auch alle gute Gemengen hier dabei, die am Anfang auch bei Travo an Bord oder sind auch hier aufgesprungen. Soweit wir wissen, sind zwei Gemengen aufgesprungen. Das heißt? Das sind zwei Gemengen aufgesprungen. Das ist so sind da zwei, die rausgekommen sind. Ich meine, erstens Gemengen Berdow und dann die andere aus Weseschloh so aus dem Stehschreif nicht. Okay. Waldböllisch. Waldböllisch. Das sind die zwei Gemengen. Ja. So. Okay, dann gebe ich den Avenant zu der Konvention zum Wortstelle, wie das der Mann d'accord. Das ist auch unanim. Gut. Dann kommen wir bei dem Punkt 7. Décision de contracter un emprunt. Ich meine, über Budget gesehen, wir hatten ganz viel Emprunt für 2020 am Budget vorgesehen, haben bisher kein Euro gezogen. Das heißt, wir konnten mit den Reserven von den Euro für die Runde schaffen, aber wir kommen natürlich, ich meine, gesehen, ob der Gerb hat geschieht, wir kommen löst immer mit Deckrechnungen und relativ viel Rechnungen. Und da kommen wir an den Engpass, das hat den Reserver auch gesorgt für einen knappen Mount. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann müssen wir nachfragen. Wir haben dann alle Banken gefragt, für 5 Millionen zu kriegen. Und ja, voilà. Wir dürfen natürlich keinen so lange nehmen, dass die Gemeinde mit der Choras. Da freuen wir, dass wir den ersten Emprunt für 2020 geben bei der Bank sichern wollen. Gut, Meldung, Karol. Ja, wir stimmen den Emprunt mit, weil wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass wir bei unserem Schulprojekt weiterkommen. Das kostet etwas, das muss man also auch etwas kosten lassen. Und dafür stimmen wir diesen Emprunt auch mit. Ich bin trotzdem auch froh dazu, weil ich ein bisschen Schritt fand. Auf der einen Seite haben wir 8 Millionen zu gut, weil seit Jahren. Und auf der anderen Seite geht die Gemeinde dann forciert, Emprunt zu holen. Und da ging ich auch echt wirklich und Herz leer, vielleicht hier bei den verschiedenen Herren da viel zu schwätzen. Weil ich fand das nicht ganz korrekt auch. Ja.
Das sind zu gut vom Staat und auf der anderen Seite, wie gesagt, muss in Gemeinde Lehne gehen, muss Annuitäten bezahlen. Dadurch kann es Römmike eine schlechte Rating haben. Ja, du kannst ganz recht, ich meine, das ist noch der Meinung, das ist immer besser, du kriegst den Sohn direkt mit dem Staat als der Staat. Und das heißt, wenn du Steuern, wenn du Privatmann bist, du hast den Steuererklärung von dem Jahr von drunter nicht von innen rumkriegst, bevor du die Steuererklärung von dem nächsten Jahr, auch wenn du zu gut hast, dann musst du auch beziehen, dass der Staat geht für dich den Sohn sichern, ihre ausbezieht. Aber letztendlich ist es nicht dramatisch. Die Millionen lohnen oder nächstes Jahr holen, dann braucht man nächstes Jahr nicht länger zu gehen. Aber den Zins, der Annuität, oder zumindest den Zins, das ist relativ gering, so, das ist dramatisch. Das ist aber einfach Verlust. Du hast, ich gebe dir 100% recht, aber leider haben wir keinen ganz großen Hebel an, wie so wie vom Staat. Okay. So. Sonst sage ich, zu dem dritten Punkt, da gebe ich die Decision für die 5 Millionen zum Wirtschaftsminister d'accord. Also, da das unternehmen, da wünsche ich mir das Merci. Da kommen wir bei dem Punkt 8. Da fragen wir eine Kreation de Poste der Salarié à Tâche Intellectuelle, ein CDD, und zwar für just 6 Monate. J'erklären. Wir haben durch Zufall eine Studentin von einem Monat, zwei Monate gekriegt, die irgendein Examen nicht gepackt hat. Also, ich meine, so den Bachelor oder den Examen nutzen kann. Und du sitzt zu Hause und wird gefragt, ob du nicht irgendwie eine Beschäftigung kriegen könnt. Und du nicht bei uns an der Verwaltung gefragt. Aber ich meine Dinge, was das heute ist, können wir die Person gebrauchen? Haben wir Arbeit? Es geht nicht darum, sie einen Gefallen zu machen, dass es keine Gefälligkeit gibt, sondern können wir wieder von der Manpower von der Person profitieren. Das kommt man definitiv. Ihr wisst, dass man Personal verloren hat, Personal, die fortgegangen sind. Also, dass ganz grob Arbeit bleiben geblieben ist, dass eine Person, die eine Formation als Juristin möchte, und dann nicht aufgeschlossen, mir aber schon gesagt, so falschen Ruf, und natürlich die lesen und schreiben kann, dann noch redigieren kann, dann die durchaus als nützlich als für ein bisschen die Erbestimme hund abzufängen. Und dann war ich Leute froh, weil sie nach bis Mitte des Jahres an sich eigentlich noch disponibel wird. Aber wir haben eine Situation, wo wir einfach ein CDD, ein Kontrakt, die determiniert auf 6 Monate, weil wir die nach 6 Monaten beschäftigen. Und in der Zeit hoffen wir schon, dass wir die zwei Posten, die vakant sind, dass wir die besetzt haben. Wir haben die Posten immer umgenannt, weil wir ein bisschen rumgehen aus dem Ministerium der Landwehr. Und dann, wenn wir die ausschreiben, dann kriegen wir die aber bis Mitte des Jahres tun und dass wir dann mit dem normalen internen Personal, die Arbeit können bewältigen. Aber es wäre eine flotte Situation für, wie gesagt, von der Arbeitskraft, von der Person zu profitieren. Als Überbrückung, wie gesagt, von dem personalen Engpass im Moment. Ja, Karol. Also vom Prinzip her, meine ich, das hat dort total Not vollziehen, wie das man ja zwei Plätze Männer haben. Schon just auf einen prozedural froh, weil sonst, wenn wir Kreation der Post tun, dann kreieren wir für die Posten und dann können dann einer nächster, also wird die Posten auch ausgeschrieben und dann stimmen wir an ein Kreier. Bei einem CDD ist das vielleicht auch nicht. Ist das so, weil sonst kreieren wir Posten, aber wir schwätzen nicht direkt über die Besetzung von Posten, mir wird ausgeschrieben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, für direkt eine Kreation der Post zu machen, wo man auch schon auf eine bestimmte Person, wir mussten den Post normal ausschreiben, und dann kann sie sich melden, und dann muss sie sich dann noch beweisen, nach denen diese. Ja, das ist richtig. Also, das ist nicht, dass die Person direkt den Posten hat. Wir müssen effektiv die Kreation der Post stimmen, und wir müssen definitiv approbiert kreieren vom Mentor. Und da können wir recht eine Person auf die Posten stimmen. Wir können intern ausschreiben. Wir müssen nicht extern ausschreiben. Das ist die eine Sache. Die Person, also man als Studentenjob da. Ne?
Und die lebt als Studentenjob weiter. Und dann Dono musste sich auf den Dotto Posten nennen und dann mussten wir auch darüber stimmen. Das sind die richtige Weg. Wir machen aber da nicht falsch, wenn sie als Studentenjob kommen, als mit Dünne, das dauert noch zu lang, das können wir nicht so lange machen. Und dafür, dass die Dinge kommen, dann machen wir eine proper Kreation der Post für CDD, wo wir warten, ein bisschen rum können. Und da schreiben wir es aus, wir müssen es nicht extern, wir können sie einfach intern ausschreiben, dann können sie sich schon melden und dann, also du nicht, wenn sie so und ja, die Kritik posten oder nicht, das ist ganz richtig, ja. Hm? Ja, stimmt, dann hat, ja, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, die Chefrot hat die Decision, weil das Salary ist. Die Gemeinde, dass der Funktionär noch bei der Kommunalen Salary kann der Chefrot selber decidieren. Ja, mit Kreation der Post ist aber, also aus der Gemeinde. Merci. Kein Wortmeldung mehr zu sind, da gebe ich die Kreation der Post wieder den CDD ab 6 Mai zum Wortstall, wenn das der Matta Kor. Also auch unanim, merci für das Vertrauen. Und da kommen wir bei dem Punkt 9a b, das ist ein Aufruf von der DP an die Gering. Ich gehe nicht fort. Merci. Schreck dünn, ja. Gut, merci für das Wort. Wir haben zusammen mit der Gringer Fraktion als DP-Fraktion am Anfang zwei Ajouten an l'Ordre du Jour gefragt über zwei Sujets, wo wir aus euch der Meinung sind, dass wir aus euch für ein Budget müssen darüber schwätzen, auch politisch müssen darüber schwätzen, weil es aber Sujets sind, die also Budget stark gravieren, aber wo das aber nicht an unseren Ernst oder nicht Transparenz am Vielfalt könnt. Wir hatten schon in den letzten Jahren ein paar Situationen, wo man nicht unbedingt mit verschiedenen Projekten d'accord wäre vom Chefrot. Ich gebe das Beispiel von der Marquis, wo man am Endeffekt nur sogar eventuell musste gerichtlich vorgehen gegen das Projekt, wo wir als Opposition oft sonst mal abwehren hatten. Und, wir wollen, dass es sonst mal bei den zwei Projekten, in denen es hier geht, weil sowohl das Shopping-Eschternach-Projekt als wie das Projekt von der Eschternach-SBL nicht, dass wir nicht in so Situationen kommen, wie wir das mit den Firmen und den Leuten, die wir geschafft haben, an der Relation mit der Marke ist, dass es nicht so weit kommt. Und da wollen sie manchmal, dass es wichtig ist, dass halt die nötigen Präzisionen im Vorfeld von hohen Summen, die wir stimmen, an die nötige Transparenz geschafft wird. Zum ersten Punkt, das ist der Punkt des Projekt Shopping Eschternach. Ein Projekt, über dem wir schon ein paar Jahre am Gemeinderat schwätzen und auch an Eisenherr ganz viel Suchen an die Hand holen. Und wir haben den Exerzis gemacht, dass wir die Suchen, die die letzten Jahre an das Projekt haben, investiert haben, dass wir den abgelöscht haben. Und als Gemeinderat haben wir aus sich eine Konvention in Relation mit dem Shopping-Eschternach-Projekt gesehen. Es gibt vier schon Projekte, es gibt schon die Überlegungen zu einem City-Outlet. Da tun wir noch nicht unbedingt mal dran geholt. Kita ist auch so ein ganz vielleicht noch ein bisschen mehr groß vom Niveau von der Kästen gestaltet. Wir haben jetzt noch um das Shopping-Eschternach-Projekt. Und da haben wir Ende 2017 haben wir ein Offer gestimmt, also die Majorität hat gestimmt, die Opposition hat nicht mitgestimmt. An Hecht von 180.000 Euro, wo dann von einem Konzeptstudie gegangen ist, für den Projekt Shopping Eschternach an die Fähre zu leiten. Und wir konnten noch ein echtes Ebosch von der Konzeptstudie präsentiert am November 2018. Allerdings war das nie etwas, sonst mal komplett, so das war nie etwas, wo man auch wirklich ein Term gesehen haben, wo wir hingehen. Und das ist schon ein paar Mal angeklungen. Machen wir überhaupt weiter mit dem Shopping Eschternach, machen wir nicht weiter. Das ist irgendwo einfach nicht ganz klar, in welche Richtung das wir gehen. Und dann, wenn ihr dann die Einzelposten an dem Budget durchguckt von den letzten drei Jahren, da stellt ihr aber fest, trotzdem 2017 über 80.000 Euro Etüden, 2018 70.000, 200.000, 60.000, über 10.000,
2019 nein, 12.218.031.004.000 in Alkeias a Relation mit Fredetüt über den Développement économique local, wo den Shopping-Projekt auch den Projekt über den Développement économique local genannt ginas. An 2020 werden nächst 200.000, 24.000 respektiv 145.000, die am Budget rektifiert auch vielgesehen gehen. An Lo gehen wir weiter am Budget für 2021, wo man nächst 125.000 Euro, 13.000 Euro, 4.500 und 125.000 Euro an den Budgeten drastehen. Wohlgemerkt, dass die Budgets von 2018 und 2019, das sind Konten, das sind die Summen, die man wirklich ausgehen haben, am Rektifier 2020, das sind auch nicht Konten, das ist aber schon ein, das geht aber schon in die Richtung von den Konten, an 21, das sind die Chiffren, die nächst gestimmt gehen, für zu gucken, wie wird man weiter und an das Projekt investieren. Und das sind dann also ein ganz, ganz heiß Summen, wenn man jetzt zusammenrechnet, da könnt ihr sich und ein Zum, die bei über einer Million Leute auf Redetüden, die wir hier an das Projekt oder rundherum dieses Projekt hier investieren. Und ich meine, wenn wir so viel suchen als Staat erst danach an das Projekt stürchen, dann muss man also irgendwo eins sehen, machen wir das Projekt, was machen wir genau, und das meine ich auch. Vis-à-vis vom Gemeinderat wichtig, dass wir auch wissen, was wir stimmen. Ob wir ein Shopping-Projekt stimmen oder ob wir Absahne stimmen, ob wir honoräre Stimmen von einem Bruder oder ob wir an etwas Konkretes investieren. Und da haben wir eine ganz Reihe Frohe par rapport zu diesem Projekt abgeworfen. Und wie sind alle guten, die abgelöschten Montant bezahlt gehen, wie gesagt, über 1 Million aus, die wir hier ausgehen haben, als neben dem Kontrakt par rapport zu der Konzeptstudie, weil, wie gesagt, den einzigen Kontrakt, den wir hier gesehen haben, als neben dem Kontrakt nach einem anderen oder einer Kontrakt da aufgeschlossen gehen par rapport auch zu den Summen, die wir hier abgefordert haben, weil ja, mit wenigen Firmen, mit wenigen Personen, auf jeden Fall Service sind wir die Kontrakte angegangen. Und wir hätten auch als DP an die Grenzfraktionen hätten wir gerne Ablick an die Konventionen, die le cas échéant auch par rapport zu diesen Summen gemacht haben. Ein dritter Punkt von Frauen, also ein konkret Frau, ob der Chefrat E-Kontrakt oder mehr Kontrakte mit dem Dr. Thomas Immelmann gemacht hat. Den Dr. Thomas Immelmann war den, der den ersten Kontrakt, die Konzeptstudie ausgeschafft hat, mit dem Chefrat am Mund von seiner Firma unterschrieben hat. Und da wissen wir alle gut, dass den Herr Immelmann ganz neu in der Gemeinde schafft. Wir wissen allerdings heute nicht, auf welcher Basis das in, für die Gemeinde schafft. Wer ein Kontrakt da mit dem unterschrieben geholfen, auf ihr wenig Service, das ein angestellt ist. Fährt froh am Kontext zum Shopping Eschenach. Wie ist es konkret? Oder wer das konkret par rapport zum Projekt Shopping Eschenach bis heute umgesetzt ging? Weil, wie gesagt, 1 Million, das sind viel Suchen, und da soll den aber ganz klar auch so, wo man drin sind. Und letztes Jahr war am Budget, dass die letzte Frau hat viel gesehen, dass eine Gruppe Mondantere Ökonomik, Shopping Eschenach, sollte entstehen. Und da sind auch schon eine Reihe Suchen, dafür investiert gehen. Und dieses Jahr steht aber ein Shopping SA Eschenach an dem Budget. Und da ist Frauen, als etwas von den zwei Sachen schon gegründet gehen, weil ja, wenn nie, aber nie. Sind aber schon so in der Konstitution von so einer Struktur gestartet gehen. Das sind Frohe par rapport zu diesem Sujet. Und dann, wie das wir das am Anfang nicht machen, weil wir haben seit dem Dezember 2017 nicht über das Projekt aufgestimmt. Dafür froh wir, dass zwei Worte geholt gehen. Einerseits über das Weiterführen von dem Projekt Shopping Eschenach. Einfach für das wir auch als Gemeinderat Farbe bekennen. Was wollen wir? Es gibt auch ganz viel über das Projekt Shopping Eschenach an Eschenach geschwärt. Und ich fand, dass wir auch aber als Bürger auch aber sollten Transparenz weisen. Also machen wir wirklich ein Shopping Eschenach
Schaffener Projekt machen wir das nicht. Was geschieht hier in Zukunft auf diesem Niveau? Heute zuerst danach, ich meine, dass wir da sollten, auch für Transparenz noch rauszuschaffen. Und dann froh, wie es mit der Weiterführung von der Zusammenarbeit mit der Firma AO Retail Consulting, respektive mit Dr. Thomas Immelmann, wo es selbst aus, wo wir einen Kontrakt von 2017 haben, aber sonst weiterhin nicht wissen, auf welcher Basis, dass wir als Gemeinderat, respektive dir als Chefrat, mit dieser Firma, respektive dieser Person zusammen schaffen. Ja, das mich wundert ein bisschen, dass du erstens siehst, dass er nicht informiert sind, von den Richtigen, weil auch Apple mit Bieren alles zusammen knüpft, du hast nicht viel Nogesicht. Du hast das Nogesicht, was einfach auf einer Seite vom Budget, seit 95, ist einfach alle die Zahlen, die pro Memoire, wo wir drinnen mal da sind, einfach alle an den Brief dran geschrieben, da das nicht viel Nogesicht ist. Das mir wenn ich von ihnen einfach die Zeit 95 vom Budget hält. So zu dem, was ich gesagt habe, dass das nicht stimmt, was du gesagt hast. Den 1. Dezember 2017, als der Kontrakt effektiv, von dem du geredet hast, an den Gemeinderat geholt ging, der Gemeinderat hat dann dem Chefrat den Auftrag gegeben, den Kontrakt mit Thomas Immelmann zu unterschreiben. Dieser Kontrakt wurde an den Minister der Landwirtschaft geschickt. Und dann laut Artikel 750.2, als bei den Attributionen vom Collège des Bourgmestres et Chevins, de l'exécution des résolutions du Conseil communal. Der Chefrat exekutiert also auch das Budget. Man wird vom Budget konnte der Chefrat das Projekt weiterführen. Und dann werden Thomas Immelmann regelmäßig an Arbeitssitzungen für die Gemeinderat zu informieren. Dafür wundert mich auch, wir hatten zwei Arbeitssitzungen, wo die Gemeinderat informiert gehen. Die eine war der 19. November 2016. Und wir hatten noch den 15. Juni 2020, also dieses Jahr, auch eine Arbeitssitzung, wo die Gemeinderat genau informiert gehen, was bis dahin gemacht gehen hat. Wo wir drin sind. Es ist also ganz klar, noch das wundert mich, dass das so dahinterstellt, wie wir das nicht klar wir selbstverständlich schaffen wir an dem Projekt. Selbstverständlich geht es weiter. Ich weiß gar nicht, wo die Frage kommen. Die Frage sind vielleicht bei dir am Kap oder bei euch am Kap. Wir haben nie darüber gezweifelt, dass wir das so abhängen. Dafür war doch. Und jetzt erst recht nicht, wenn ihr guckt, also dem mal lebt, wenn ihr aber guckt, was du draußen lässt aus. Wie viele Probleme der stationären Einzelhandel im Moment hat, müsste der Schiedfried froh sein, wenn wir als öffentliche Handel als Gedanken machen, für Geschäfte auf ihr Schnapp zu gehen. Das geht letztendlich. Worum es geht? Das ist ein Projekt von einer geringen Fraktion. Den Bäcker Rehmer hat damit angefangen, dass wir sehen, dass 2015 der Leerstand, Leerstandsbekämpfung, Leerstand, das war der Rehmer Bäcker, Gringfraktion, hat das dort abgegriffen. Ich bin immer auf den Weg gegangen und habe nicht, nicht mehr weitergeführt. Es geht um den Leerstand an Nierstenach. Mein Assistent 6000 Quadratmeter Leerstand an Nierstenach. Das ist Gott sei Dank gut verstopft. Es hält nicht dermaßen auf, mehr Hunde zu haben. Und das Problem, ich bin nicht froh, mit dem Problem ist nicht, dass wir riskieren, an den nächsten Moment noch mehr Leerstand zu kriegen. Also, verstehe ich nur wirklich nicht, wo die Opposition oder gerade DP, Partei von den Geschäftsleuten, ein Problem damit hat, weil die Majorität sich Gedanken macht, für Geschäfte zu motivieren, Firmen zu motivieren, für ihr schnell zu kommen, ein Geschäft aufzumachen. Darum geht es. Es geht um den Leerstand zu bekämpfen. Wir gucken mit der Firma für den lokaler unzulohnen und lokaler weiter zu verlohnen. Das ist an sich das Objekt von dem GE. Für was das kein GE beginnt? Na ja, weil wir am Minister der Landwirtschaft waren und mit den Juristen vom Minister der Landwirtschaft geschwärzt haben und gesagt haben, GE, den eigentlich nicht dafür macht ein SA. Dafür ist natürlich auch schon gesagt. Und dafür wundert mich alles darum, dass ihr dann an den Gemeinderat könnt, wo dann die öffentliche Sitzung ist, und dann einfach so zu machen, wenn der von Tuten der Bloße keine Ahnung hat. Dabei wissen Sie ganz genau, und alles, wenn der mich fragt, kriegt alles von mir ein qualifiziertes Antwort darauf, als ein SA, die mir rekommandiert wurde vom Jurist vom Interieur, die wir sollen gründen, für den dort ein Projekt zu machen. Und dann plus steht der Jurist vom Interieur, handelt der dort als SA. So,
lo vielleicht aber ganz, ganz klar zu der Konzeptstudie, die ich dir gesagt habe, du steht, die wäre am Gemeinderat, an die Hudie, weil die wäre am Seancenprogramm, und du hast den Kontrakt von Thomas Immelmann dran, den Hudie. Froh ist, was bis lo geschieht, auch dat, was ich könnte aber denken, vielleicht wo ich gesagt habe, Apple mit Bieren vergleicht, du hast alles zusammen geknüpft gehen. Die Zöllen, die du zusammen da der tust, das sind Zöllen, die MC Lützburg zum Deal gekriegt hat. An ein E-Projekt, den du mit der gemacht hast, das könnte bei einem zweiten Punkt von der UFRO, das ist das Heitendokument, was der ja auch hat, aber wo man auch schon eng oder die andere Arbeitssitzung drüber hatten. Da geht es darum, organisatorische und juristische Analyse der fakultativen Aufgabenbereiche Tourismus, Kultur, Handels- und Wirtschaftsförderung der Stadt Echternach. Das hat MC Lützburg gemacht. Das ist auch auf der dritten Seite dran. An das heutige Dokument, das hat auch Geld gekostet. Und das ist nicht für alles, an den Lippen zu schmeißen und dann zu machen, weil du nicht weißt, guck die Dokumente, wann schiff die auch vom Chefrot kriegt, liest die Merke durch und aufgrund von den Dokumenten, du holen wir Decisionen. So, dann haben wir 2016 eine Ecostra-Etude gemacht. Auch das, wir hatten einen Tourismus-Workshop. Eine Arbeitssitzung, wo du da siehst, Carol, ja, Zöllen haben wir schon, wir wissen schon, was wir müssen machen, aber wo kommen wir denn in die Zöllen? Die Zöllen kommen nicht vom Himmel gefallen, die Zöllen kommen immer dann, wenn wir Etüde machen, und Etüde kannst du nur mal suchen. Also, ich kostet die Etüde, die wir gemacht haben, einfach in Eichdingen eine Appreciation zu kreieren, für das, was der Raymond Becker initiiert hat, kann das heute zuerst noch funktionieren, oder ist das eine Illusion? Wir können nicht einfach am Plan etwas planen. Aufgrund von der Etüde, die kostet die Etüde, die auch hat, an die auch Geld gekostet hat, sind wir weitergegangen. Dann haben wir am September 2018 eine Marktstudie bei Kaki gemacht. Auch das hat Geld gekostet. Das sind ja die von London gekommen, sind die an denen, die das drum gegangen für die Ecosta-Etude ein bisschen zu verfeinern und ein bisschen mehr detailliert zu gucken und auch sicher zu sehen, als haben die sich nicht geirrt bei der Ecosta-Etude. Du hast aber ziemlich dasselbe rausgekommen, sogar noch mehr positiv wie an der Ecosta-Etude. Wir sind aber so aufgesichert. Dann haben wir am Juli 2018 eine Quest-Umfrage gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht, wo wir Leute geinterviewt haben an der Fußgängerzone. Das sind aber alles Sachen, die so gekostet haben. Schau, das hat so gemacht, wie wenn den Thomas Immelmann das alles kriegt. Und wir haben die Schrift nehmen, wir haben noch eine ganz gute andere Firma. Und die wissen ganz genau, dass wir die Tüte gemacht haben, dass wir die Zöllen von ihnen zu Schier gekriegt haben. Aber es hat so gemacht, wie wenn das einfach ein Mann gibt, alle gut in die Suche da kriegen. Wir haben, und das wissen auch, Die wünschen viel Mat gebracht. Wir haben ein CI-Manual von der Stadt Eschendach gemacht. Ein CI-Manual, wo wir alle guten Macht und Innenmacht gemacht haben. Das ist nicht, dass du kriegst so ein Dokument. Das ist nicht einfach, den du den Printer ausschmeißen, da können einfach kommen 200 Seiten rausgelaufen und dann ist selbst dran. Du hast Brain dran, du musst den Leuten sich Gedanken machen. Auch das ist halt dran. Und auch das ist koordiniert gehen von Thomas Immelmann. Dann haben wir ein Abfallwirtschaftskonzept mit Eco-Conseil ausschaffen gelassen, wo den Thomas Immelmann auch mit koordiniert hat, worum es geht. Es geht darum, dass an der Halle Gas, gerade hauptsächlich an der Fußgängerzone, mittwochs oben, wenn dann Donnerstag die Tüte weggeholt wird, mit ein paar Gläser, mit ein paar Bayern, dass dann Bierchen sich an der Halle Gas Stufe, wo alle Menschen wirklich, das kann ich ja nicht sehen. Wo man versichern, aber wo man auch, wo den Thomas immer noch mit Geschäftsleuten, mit der UKM, eine erste Trainierung gemacht hat, hey, wie können wir die Probleme durchgehen? Wir können nicht so weiterführen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht an einer Touristenstadt nicht gut aus. Auch das rieselt in das Wärm. Das braucht Zeit und du musst nicht dran investieren. Dann haben wir Gesamtkonzept vom Shopping, als am März 2020 fertig gehen, Leute 4, und mit dem Konzept haben wir mit potenziellen Investoren schon gespart, respektive mit Firmen, die eventuell wollen, ob wir kommen, das brauche ich aber. Das ist die Basis gewesen, dafür haben wir hier eine Umgestalt für das uns zu machen, und die dürfen nicht vergessen, ich fand doch ein bisschen, über hier flösch, von Konseilien hier aus dem Gemeinderat, für einen Mann wie ein Thomas Immelmann, wo der kein 5 in ganz Europa gibt. Wo es kein Gefühl war ganz Europa geht, wo man muss immens froh sein, dass man ein Mann mit den Kompetenzen, mit dem Wissen, mit dem Background, dass wir den haben, dass wir konnten interessieren, für uns zu schaffen. Das mischt kein anderen Eis. Das mischt kein anderen. Dort kein die Connections, wie hin so hört. Gleift man das einfach. Respektiert einmal ein
was man auch noch schon alles gemacht hat. All die Erbischen, die man noch gemacht hat, dass sie vier Erbischen für das Shopping-Projekt, wenn ihr könnt, ich hoffe, dass ihr könnt, wenn ihr nicht könnt, das sind nicht verloren, das sind die Sachen nicht verloren, die Sachen, die wir gemacht haben, bis du als CI, als Aufwahlwirtschaftskonzept, das hilft euch ja, weil das bringt euch nachher nur vier. Wir haben dann am Juli 2020 schon ein Logistik-Master-Erbisch auf der Uni Lützburg mit MIT machen gelassen, wo wir uns Gedanken machen über Zulieferung von den Geschäften an unserer Fußgängerzone. Und das ist auch ein Riesenproblem. Wenn du am Sommer ein Kind durch Fußgängerzone geht, muss, dann hängt ein Kamion an die Mann, das ganze Fußgängerzone zu. Und das ist auch ein Problem. Du musst mal, das ist ein logistisches Problem. Du musst auch Gedanken machen, wie können wir das machen, dass kein großes Kamion mehr an Fußgängerzone fahren, dass die draußen liefern und dass da vorbei und dann mit kleinen Autos geliefert wird. Auch das ist ein Konzept, was egal wie, ob du Shopping könnt oder Shopping nicht könnt, für euch danach Benefit ist, wo ich nach davon profitiere, wo das ganze Geschäftsrat davon profitiert, aber wo DP müsst froh sind, dass wir so etwas machen, weil die sind Partei von den Kommerzanten. Dann haben wir am August über die Parkraummanagement, wo wir dann auch initiiert gehen, da auch, wo Thomas Matt geschafft hat, wo Schreder Sosset gemacht hat, wo wir halt gestimmt haben, mir auch der hat gesagt, der muss den Parkproblem an den Griff gehen, und du hast auch den Thomas Andrun. Wir haben am September 2020 als Schachter Stadtbild, auch der hat die alle gute verdient, ich würde fragen, dann an die Hand gehen, Schachter Stadtbild ausgeschafft, wo es darum geht, wie Terrassen auszusehen, wie Reklamen auszusehen, an. Auch das bringt erst nach etwas, auch wenn das Shopping-Projekt nicht soll kommen, als Benefit für die Stadt erst nach. Und auch das kostet Zeit und auch dafür muss ich sich daran investieren. Auch das als ein Teil von den Produkten, die schon da sind. Und dann, nicht last but not least, Beschilderungskonzept. Da baust du Städtdesign. Die sollte an sich los schon um Markt stehen. Den Thomas war letzten Dienst nach Reike Dünner gehen, und nächste Muster. Und da könnt ihr Dünner, und dann geht es auch, dass man ernst ein Partner, wo man ganz erst nach beschildern, wo man so fußläufig nach so viel Meter Dünner, da kommt er bei dem Totenmonument, und Dünner geht Dünner, mit Infosäulen. Auch das suckelt die nicht aus der Fange raus. Das braucht andere Menschen Zeit, auch du als andere Menschen Thomas Immelmann handeln. Also mich wundert aber wirklich, dass die wirklich so viel Tomaten auf den Hut, dass die das dort nicht wild gesehen und immer so suggeriert, wie wenn der Mann da sitzt und er ist nicht mehr so, hat er gesagt von der Gemeinde. Aktionen, das war alles Dokumentationen, nur Aktionen, was alles schon gelernt war. People Counter, meint ihr, wir hätten die People Counter ja nicht nachsitzen, wie wir haben, ihr wisst, was die People Counter ist. Ja, wir People Counter haben aber beruhigt, dass wir wissen, dass wir mal endlich wissen, wie viele Leute haben wir nicht nach. Was ist das Potenzial? Wir können mussen, wenn wir irgendeine Aktion machen, ob die Aktion einen positiven Effekt auf die Leute hat oder nicht. Also, das die Tourismus-Workshoppen, wenn das handeln drin? Das ist ein Thomas Immelmann, wir haben nur drei Tourismus-Workshoppen gehabt. Wir haben gesagt, das ist wichtig, weil auch das an der Ecosta-Etude steht. An der Ecosta-Etude steht ein Shopping-Projekt, zuerst nach lebt nicht von der Länge. Du musst nach anderen Sachen dabei sein. An den Tourismus als ein extrem wichtigen Bestandteil zum Shopping. Und das ist die Kombination vom Tourismus, von der Kultur, aber am Shopping, was mit der Gastronomie, mit Oreska, was so ein Projekt zum Succes kann bringen. Das heißt, du musst gucken, dass die anderen Felder auch bespielt sind und dass sie auch funktionieren. Du hast mir extrem erfahren, auch am Tourismus gemacht. Wir haben die Bürgerforen, wo auch jeden hilft, auch Input zu bringen, Wirtschaftsgespräche. Verlegung vom Startpunkt Müllertal-Train. Auch da war ein Thomas Immelmann sein Idee. Das heißt, das ist schlecht. Den Startpunkt innen auf der Gär, setz ihn da an den Zentrum, setz ihn da nur bei dem Marktplatz. Hat er gemacht. Auch da ist ein Hummer, auch viel mehr Passage von Touristen, von Wanderern, die durch die Fußgängerzone gehen. Wir haben die ganzen Dinge mit dem ORT zusammen gemacht. Mega Arbeit vom ORT. Merci vom ORT an die Mathe, weil die müssen alle die Kilometer neu machen. Mir das tut aber wurscht, dass die Schiedsrichter in den Trail geht, durch Talagas, ein zurückgeht und ein hingeht. Auch das bringt also Geschäftsleute etwas. Und noch das als eine Idee, muss ich aber ein Sohn, dass du musst gemacht gehen. Das Wettbewerb, das Tor zu Müllertal. Wir waren drin, Thomas Immelmann. Die Merci-Bon-Aktion, wie ich gesagt habe, wo wir 500.000 Euro Umsatz generiert haben. 500.000 Euro Umsatz, die als Geschäftsleute guten. Und das als 7 Tage. Wen hat das da von euch gemacht? Ich nicht, und ich meine noch, kein von euch, das dort nie gekriegt wird. Und das sind mir die ganze Zeit im Gang, auf der sich nur alles schlecht sind. Ich verstehe das bei meiner besten Willen nicht.
Carol, willst du oder soll ich noch absuchen? Also ich so noch gerne absuchen, nur mehr, wie das mal zusammen gemacht wird, will ich auch zum Carol Wort gehen. Ja, also merci für die Antworten. Ich bin natürlich nicht mit der Aufverstanden, weil Transparenz ist geliebt. Ich auch nicht mit dir. Ja. Transparenz ist eine Menge an etwas anderes. Und ich kann mich ziemlich gut erinnern an eine von meinen ersten Interventionen par rapport zum Projekt Shopping Ashton nach Hayam Gemengerot. Das war am Laufe des Jahres 2018. Da sind wir schon vom Trick gegangen, ob Dekostra-Etüden und ob die Etüden, die wir von MC Luxemburg gemacht haben. Und da haben wir gesagt, ja, wir haben hier Etüden, für was fängt man quasi nachher von vier an? An dem Moment, wo ich geantwortet habe, dass ich gegen Apple mit Bieren verwechseln und dass ich nicht darf, ob die alle Schmöker zurückgehen, für mich mit dem Projekt Shopping erst noch auseinanderzusetzen, das kann ich mich ziemlich gut erinnern. Dafür sind ich nicht trotzdem ganz aufverstanden, dass man an die heutige Konsideration par rapport zu Shopping erst noch dann noch einfach nicht mal zurückkommen, ob alle guten die Sachen, die vier drüber gelaufen sind. Moment. Ich will just immer so und du hast gesagt, für so und du sprichst von 1 Million Euro, die ausgegeben sind. Und ich will just gesagt, die so sind ausgegeben für all die Sachen, die wir gemacht haben. Ja, aber hier hast du also dann par rapport zum Projekt Shopping erst noch an die anderen Karrieren dann nicht. Also, da sind ich dann aber nicht mit der Auferstanden. Dann hast du gesagt, dass wir mit dem Wort vom Budget konnte der Chefrat das Budget exekutieren. Ja, wir hatten 170.000 Euro gestimmt, ein Kontrakt, ein Offer von 170.000 Euro für eine Konzeptstudie zu machen, par rapport zum Projekt Shopping Eschternach. So, an den Konzept von dem Shopping Eschternach, du hast gesagt, das ging stehen, also an Mengen R steht das Konzept nicht, plus sind wir von dauernd am Gang hin und her zu gehen, wie es am Endeffekt soll ausgesehen. Ich konteste noch nicht, dass etwas gemacht wird, dass mit das, sonst mal, es sind Parallelsachen gemacht und sie Sachen gemacht werden, die nicht direkt etwas mit dem Projekt Shopping erst noch zu dienen. Das heißt, Projekte, die an einer Basis sind, wie die Konzeptstudie, die, von der wir initial ausgegangen sind. Und in dem Sinn sind ich der Meinung, dass wir nie ein Kontrakt gestimmt haben, par rapport zu anderen Sachen. Es gibt wohl Sachen, die ihr lernen wollt. Also, du hast zum Beispiel genannt die Marktstudie Fukaki. Bei der Studie kann ich mal, da bin ich da ganz ehrlich, da bin ich okay mit der, dass die etwas par rapport zu dem Shopping-Projekt zu dienen wird, weil da sind nämlich drin gegangen, unter anderem für zu gucken, wie die Unzählung ist, wie viel Leute wir können ausschwätzen und bauen. Par rapport zu dem Shopping-Projekt, da bin ich da mit der d'accord. Dann ist da eine von den Studien, die wo ich auch verstanden sind, dass sie ein Teil aus von dem Shopping-Konzept. Dann schwätzt die Sachen und wie die CI, die Manuelle wird Corporate Identity, oder wie ein Beschilderungskonzept, wo ich mal so ein Beschilderungskonzept, also das geht noch nicht, also ich weiß auch nicht, wo es wäre. Ein Auffallkonzept, ja, das steht an den Sliden, die man präsentiert hat. Ich habe aber kein Auffallkonzept konkret gesehen. Dafür sind ich auch da der Meinung, dass das Auffallkonzept nicht nur par rapport zu den großen Summen, die wir hier abfahren, kann konsideriert gehen. Bei den Aktionen, wo du gut immer den People Counter genannt, der People Counter also an Mengen an etwas, was interessant ist zu tun, aber der People Counter möchte uns einfach nicht den Shopping-Projekt, geht uns zu, das sagt, ich fand es doch interessant, ich fand doch gut, dass wir da eine Firma aus der Industriezone konnten unterstützen, indem sie mal hier ein Produkt en place gesetzt haben, das macht total Sinn, dass wir das hier tun, aber der People Counter möchte aber auch noch nicht den ganze Projekt hier aus. Und dann Tourismus-Workshoppen, also ich hatte gemeint, Tourismus-Workshoppen gingen aus dem Trifolien aus, par rapport von den Leuten gemacht, die wir dafür angestellt haben, für die Tourismus-Workshoppen zu machen. Bierschaforen hatte ich auch gemeint, das wäre eigentlich Stadtmarketing, das heißt, dass auch etwas, was hausintern am Anfang von der Gemeinde gesteuert wird. Die Verlegung vom Müllertal-Trail, den Tor zum Müllertal, da also es ist dann wohl so, dass man als effektiv auch vom Thomas Immelmann beruht. Ich frage mich, was ist die Rolle? Ich
hun überhaupt nicht persönlich gegen die Person. Das wird mir halt froh, und das ist, dass wir transparent zu Rapport zu dem Ruhm von einer Firma, von einer Person, vis-à-vis von der Gemeinde, weil wir haben nie ein genereller Büro der Kontrakt von einer Person als Gemeinderat gestimmt. Aber wer den auch nicht genau weiß. Das ist aber falsch, das ist falsch, Herr Toten. Ich habe gerade gesagt, wie ich mir dazu gestimmt habe. Die hat dazu nicht gestimmt. Wir haben eine Konzeptstudie gestimmt über das Projekt Shopping erst danach. Das ist nicht ein genereller Büro der Posten von einer Person. Und das meinen Augen auch irgendwann so ging, dass ein Person zu einem Büro da ging, aus den eigentlich aller Basis überhaupt nicht die Funktion gekriegt hat. Nicht vom Gemeinderat. Ich weiß sogar nicht, ob vom ganzen Chef oder das. Und das wird mich auch heute ganz viel interessieren, dass wir überhaupt generell die ganze Gemeinderat par rapport zu dem Projekt einerseits und auch par rapport zu den Zusammenarbeiten, die wir heute haben möchten. Weil ich höre nicht nur positiv Stimmen, auch in der ISE-Löf par rapport zu all guten denen Initiativen, die heute geholfen gehen, und da wenn es dann mängelig, dass es doch wichtig ist, dass man nicht nehmen zu drei oder zu zwei Fraktionen mit dir als Bürgermeister schwätzen, mit das aber heute die ganze Gemeinderat ein Gefahr bekannt für zu sagen, wie man alle Guten zu diesen Projekten und zu diesen Zusammenarbeiten stehen. Über 1 Million. Und da habe ich nicht Ecostrama dran gezogen, an die 4 drauf waren. Es sind viele Suchen, und an Eisen an sollte man die Suchen an konkrete Projekten investieren und nicht, sonst mal permanent an Etüden, wo man immer nicht quasi à la Caisse départ zurückgehen. Also, ich meine, ich habe nicht gesperrt. Ich habe ganz gut Fakten gewiesen. Ich habe Aktionen gewiesen. Das sind nicht Etüden. Das ist falsch. Du verdrehst permanent Realitäten. Ja, dann auch von meiner Seite aber ein paar Sachen. Ich will dich so, ich fand es erschreckend, dass du siehst, dass es als Überhilflichkeit ist, dass man auch mal ein bisschen nur freuen, nachdem wir an einem Budget erschreckt waren über einen gewissen Zoll von Suchen, die schon geflossen sind, und wo man gesehen hat, dass nach Suchen an Tanz soll geholt werden, für es weiterzufeiern, für da ein bisschen aber prinzipiell über verschiedene Sachen zu schwätzen. Eigentlich mit allem, was du abgezählt hast, bestätigst du ein bisschen meine Angst, dass wenn man nur direkt von der Person von Thomas Immelmann, den ich lohnt, will irgendwie etwas beschuldigen, aber trotzdem, wir geben dem Mann enorm viel, ich will nicht so Power, aber ihm wird dann, aber durch den Lograt bestätigt, waren bei ganz vielen Sachen dabei an der Gemeinde, wo ich meine, dass ihm das könnten, eigentlich das Ugoen. Das ist mal das Eint, mir fordern seit, oder fordern, oder um viel geschlossen seit Jahren, dass ihr kennt, mit dem Sohn, den der Mann kriegt dann für all die Arbeiten und Aktionen, die ihn dann auch noch viel geschlagen hat und die dir dann auch umsetzt, hat er kennt dann Stadtplaner oder City Management Manager an der Gemeinde ausstellen, da war er nicht d'accord, weil er just meinte, für zu suchen, das war als Propos schon für ein paar Jahre, und das war ein die Mann, den an der Gemeinde bleiben, auch von den heutigen Projekt rüber aus. Ich weiß, dass du nicht mit uns da kommst, aber schüss nach ein für dich drunter zu erinnern. Dann fand ich ein bisschen einfach, dass der Alkeier sich zurückkommt auf den Fakt, dass der Raymond Becker der Talmat ungeleiert hat. Ich weiß, du siehst es ganz gerne, dann war auch am Anfang mal dabei. Aber der Projekt, den aber nur oder an all den Jahren immer mehr gewesen ist, du weißt es schon an den letzten 2 Budgetsdebatten noch alles gesagt, dass wir einfach fanden, dass das nicht im ersten noch angepasst ist. Am Anfang kommen wir von Leerstand geschwärzt, wir schwärzen aber nur von Surfassen, die nach Matt beigebaut gehen, sowohl an der Marquise, sowohl wie an einem Parkhaus, was noch immer nicht steht, durch ein Fehlplanung, da waren auch noch mit Akarie 4 gesehen. Dann
von alles, was nur abgezählt ist, die Suchen, du kannst ja aber nicht bestreiten, dass die Suchen, wie gesagt, ähnlich das auch noch hätte können, ungelöscht sind. Und dann komme ich eigentlich auf den Punkt, für was, dass man alt nachher das ganz auf Ruhe gestaltet und auf jeden Fall mal für Eislo und eine geringe Fraktion, weil das ganz einfach an den Zeiten, wo wir halt leben, zu Covid-Zeiten, aber also Post-Covid, was alles so bei uns durchkommt, wir haben Leute, die haben Existenzängst, Geschäftsleute, die haben Existenzängst, und nur sollen wir weiter, immer weiter nach investieren an den Konsum, den wir hier hin wollen zeigen, voilà, das war eben just, was eigentlich den Ausgangspunkt von dem Ganzen war, für was, dass man das tote Mutter DP zusammen abgesagt hatten. Ja, Jean-Claude. Shopping erst danach. Wir wollen alle gut den erst danach weiterbringen. Ich, als ich von denen, den, oder den an mir am längsten dabei ist, ich fand es am Fungol traurig, am Fungol oder schuld, dass mir heute an der Öffentlichkeit als zerreißen über so ein Projekt. Dass das etwas, was wir, wo wir als Tetreposé an einer Arbeitssitzung hätten sollten. Ich meine, erst danach dreht kein Nutzen davon, wenn wir öffentlich hei, ich werde die Projekte streiten. Das ist das Rimm, das Bild, das dann an das Land gedroht geht, an die Öffentlichkeit gedroht geht, dann erst danach schlagen sie sich Kapp an, und sie zeigen nicht auf dem selben Strang. Ich hätte also am liebsten gehabt, dass wir darüber an den Nähen diskutiert hätten. Das hei am Gemengerot sollte ziehen, ein bisschen wie am Stot. Das ist der Beschuss mit den Bannen am Stot, und nur draußen geht ihnen sich kein Blößen. Ich mir drohen bestimmt keinen Nutzen davon, wenn wir heute als Streiten über den Shopping erst danach, wenn wir den E-Mail-Mann bloßstellen, davon erkennt heute keine Benefiz. Das ist meine Meinung. Christoph, erst. Knäppchen trinken. Gehen Sie, ja, effektiv. Ja, also, ich meine, zu dem ganzen Shopping erst, was richtig ist, alles, was du gesagt hast, fand ich, dass irgendwo. Schon irgendwie richtig. An dem Sinn, dass ich meine, und das meine ich auch nicht schlecht, dass den generell, wenn es um Geschäftsfeld geht, wenn es um Geschäftsleute geht, ich weiß, auf welcher Situation ich los, dass ich post-Covid tue, die Leute hier abgemacht habe, ich weiß, wie wichtig die lokalen Geschäftsleute für uns Stadt sind, das ist wirklich Ziel von unserer Stadt, und ohne Idee kommen wir nicht für uns. Und ich meine, wir wissen auch, how tun wir vielleicht, ob manche Sachen anders würden, wehen sie nach Führung, vielleicht Führung einen Covid hat können hun. Ich meine noch, gerade was zum Beispiel Großschäden oder so geht, wo ihr gesagt habt, dass das nicht unbedingt immer die allerloyalste einer Stadt gegenüber sind oder einer Gemeinde oder einem Dorf. Du willst meinen, ich vom Prinzip hier, dass es nicht schlecht ist, wenn ich so Sachen alt an einem gewissen Rhythmus diskutiert, an sich selber oder auch generell Sachen hinterfragt. Ich kann aber auch dem Jean-Claude Reis schmengen, dass heute für mich zum Beispiel, kann ich auch persönlich schwätzen, ganz wichtig für an einer Arbeitssitzung, für eine ganz am Detail manche Sachen können umzugehen und noch zu diskutieren. An eben auch eventuell auf Rotstelle, wann da muss sein, respektive Handlungsstuhl, wann dann soll sein, wie dann noch immer rausfällt. Das heißt, ich meine, dass die Diskussion generell zu hören immens wichtig ist, weil es einfach um viel geht, nicht just einfach, was zu uns geht, mit geht auch einfach viel darum, wie gerne eine Stadt an zwei, an drei, an vier, an 10 Jahren hat, wie ein wie ein Vue in generell von einer Geschäftswelt hört, wie ein Vue in hört, wie ein Geschäft da in will, wie ein in nicht will, wo es zum Beispiel Menge will, dass man halt wahrscheinlich Post oder nach anderen Covid-Zeiten ist da. Vielleicht ist bei uns Sache bewusst gehen, wie wichtig uns lokale und regionale Betriebe sind, und vielleicht in Domain, den Achsen oder mehr wie gesagt. Also alles das, die Sachen, die am Prinzip wichtig sind zu diskutieren, an auch können an der Fort gehen, aber es gibt da doch an einer, vielleicht viel schon effektiv, dann hätte ich vielleicht eine Arbeitssitzung in einem Mann, wo in das nachher könnt alles am Detail nachher gucken. Okay.
Ich denke, für kurz, ob das war kurz gesagt, Ginas, anzugehen, par rapport zum an der Öffentlichkeit streiten oder an einer Arbeitssitzung, an der Arbeitssitzung zu machen. Das Problem an einer Arbeitssitzung ist, da kriegen wir just immer etwas vielgestellt. Und da muss ich mich mal verdauen. Mit dem man da noch nie mehr meine Meinung gefragt. Weil du hast es selber gesagt, dass der Chef rot, der in dem Moment stimmt, voilà, wir machen das dort. Und hier, wir haben die Möglichkeit, eben gerade an einer Budgetdebatte hat, um die Möglichkeit zu sagen, wir, dennoch, voilà, es geht ja aber darum, Kaya, wie Carol gerade gesagt hat, dass jeder in einer Position hält. Wenn du hier in Position hält, die Welt weitermachen, dann muss mir das ja hinholen. Aber wir wollen aber auch ein Kaya an einer Öffentlichkeit können so, und dass das dort ein Projekt ist, den, für den wir nicht mit können stimmen. Boah, ich meine, das war alles gesagt. Wir sind auf jeden Fall nicht der Meinung, dass wir dort zwei Worte dafür holen. Wir haben ein Wort, das ist das Budget. Und da steht alles dran. Wir können nicht nur hingehen und sagen, also, den dort ein Ding als Budget will ich gerne separate Worte, da will ich gerne separate Worte, da kommen wir nicht weiter. Ich bedauere allerdings, Carol, das fand ich wirklich ganz drohlich. An der Arbeitssitzung, dass er den Mund nicht abkriegt, dass er da muss überlegen, sorry, wir haben noch ganz oft Reunionen mit Heimat da, aber ich meine, ich denke nicht automatisch, kann auch noch etwas sagen. Also wie gesagt, wir hatten die letzte Arbeitssitzung über das Shopping, haben den 15. Juni des Jahr, ist noch nicht so lange hier, da hat auch keine Person an der Arbeitssitzung vom Budget als nicht eng froh zu denen dort der Seite kommt, pardon, die könnt mal denken, die präparieren sich auch drauf, die können auch dann die Frage stellen. Es geht da gar nicht drum, die hat gerne die Öffentlichkeit, die hat gerne halt Visibilität, die will gerne halt davon profitieren, die hat dann Facebook groß gesagt, hat das in die Frage, die wir im Chefrat gestellt haben. Und es geht letztendlich just an meine populistische Haltung von mir. Ich bedauere das ganz stark. Aber wie gesagt, wir machen kein Wort, kein zwei Worte darüber, wir machen ein Wort nur über das Budget. Und das stimmt sowieso dagegen. Das nicht, weil in einer Arbeitssitzung mischt, dass ich kann in dem Moment den anderen an Otage holen, also wir haben eine Arbeitssitzung gemacht, von du hier aus der Part Prinzip, also das sieht für ihn d'accord aus. Wir müssen ja auch können, denke ich, als Meinung den Moment sagen, und ich weiß nicht, für was, dass er so getauft sieht, dass das irgendwann auch ein Kerl kann an der Öffentlichkeit gemacht werden. Das ist nicht richtig, dass die an Otage kommen, in einer Arbeitssitzung, ich komme in einer Parkraum-Methode zurück. Wir haben eine Arbeitssitzung gemacht, da waren verschiedene Anwendungen gemacht, die TP hat bei den Mengen wurden nicht gestimmt, die haben aber verschiedene Punkte geholt und die haben die Sachen rangeholt. Ich meine, wir lassen ja aber nur, wenn da konstruktiv Kritik kommen, dann gucken wir das an zu schaffen. Wir haben das noch immer so gemacht, dass nicht eine Menge Absitzung machen, wo die Ex-Kathedra geht, wir lassen nur, wir diskutieren und dann gucken wir eine Lesung zu finden, gucken wir Kompromiss zu finden, wo so viel wie möglich, weil am allerletzten sieht, für ich kann mit leben. Das ist das Prinzip von der Absitzung, das nicht für eine Notage zu machen. Also Yves, du hast gesagt, dass wir kein Wort holen. Ich habe allerdings am Gemengegesetz nur geguckt, wie der Prinzip ist. Und der Prinzip ist den Artikel 122 vom modifizierten Gemengegesetz, dass da dran steht, am zweiten Artikel, es geht um das Budget, le Budget est proposé par le Collège des Bourgmestres und so weiter, qui en justifie les dispositions. Alors, qui en justifie les dispositions, wir haben eine Justifikation gefragt par rapport zu den Dispositionen, das ist gut recht, als Opposition. Il est voté par le Conseil communal avant le début de l'exercice financier. Das ist der erste Paragraph. Der zweite Paragraph, der sagt, le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu'il est demandé par un tiers au moins des membres présents du Conseil communal. Und dieser Vot ist par un tiers au moins von den membres présents vom Conseil communal gefragt. En plus, nach so viel Dich führendem, dass die Seance hier stattfindet, also froh mit dem Vot, und der Vot muss gesetzlich auch gemacht gehen. Ja, ich kann, genau, das ist richtig. Ich stelle nur die Gemeinderat zu Vot, ob die Gemeinderat damit d'accord ist, für den Vot zu holen, dann darüber stimmen wir auf. Wir stimmen über eine Proposition von einem Conseil oder mehr Conseillern für Nord de Jure. Darüber stimmen wir auf. Und du, Frau, wird froh nicht. Wen hast du mit d'accord, dass man wird? Das ist falsch Lektor von dem Artikel. Du kannst den Sekretär fragen. Claude, den Artikel sieht er besser nicht.
Also ich kann nicht mehr viel lesen. Le vote séparé. Hm? Ja, das ist richtig. Der Luc wird wegen Position am Budget vor der Wort. Ich wollte Shopping, erst danach. Wie ein Artikel, das muss ich schuld so. Wie ein Artikel vor der Wort. Also, das mal auf der Seite 96 aus dem Apport pour Investissement à réaliser 125.000 Euro. Ja, das auf der Seite, okay, das ist schön auf der Seite 96, das ist den. In Kapitel 74, da vor der, beim Shopping, da das ist den E-Schiffer, der zieht die 125.000 Euro. Ja? Aber das den, das sind ja. Ja. 13.000 Euro für Etude concernant le développement économique local, assistance juridique, das sind 4.538,70 Euro für frais d'étude pour l'élaboration d'une étude d'ensemble du projet de développement économique local. An, es sind 125.000 Euro für frais d'étude pour l'élaboration d'une étude conceptuelle du projet de développement économique local. Also, das Café, ihr wollt? Ja. Separé. Okay. Dann, das ist auf der Seite 25, wenn ich mal dafür das tun, das ist dann, wie gesagt, die 125.000 Euro, wenn das du dafür? Wenn das da ging? Naja, das sind dann 6 dafür und 5 dagegen. Da kommen wir bei einem drinnen, die 13.000 Euro, wenn das du dafür? Wenn das da ging? Das ist dann 6 gegen 5. Da kommen wir bei die 4.531,70 Euro, wenn das dafür? Wenn das da geht. Voilà. Und da kommen wir auf die Seite dran. Seit 96, das sind eigentlich 125.000 Euro. Wen hast du dafür? Wen hast du da geht? Ich freue mich, dass Karol Fatou die Worte gebracht. Wie du es schlecht gesagt hast, das ist richtig, ja. Ja, also. Ja, ich will just sagen, dass es halt nicht eine Durchstellung nach draußen geht, es geht nicht um Durchsetzen gegen oder irgendein. Es geht hier am Endeffekt um die Entwicklung von unserer Stadt und das wird mir auch als Conseillerin dazu beidrohen. Und wir haben ein Projekt, wir sind als Conseillerin und als Fraktionen, wir sind heute 12 Fraktionen, nicht auch verstanden, wie die Projekte hier gehandelt wird. Ich habe nur von einer Fraktion keine Position hören par rapport zu dem Projekt. Ich habe von einer anderen Fraktion hören, dass die Sachen, die hier von den Grünen an der DP gesagt haben, durchaus nicht so falsch sind, sogar eigentlich auch ganz richtig sind. Das heißt, ich erkenne, dass aber die Sachen, die wir hier vorbringen, gar nicht so falsch sind. Also sind ich der Meinung, dass es hier nicht irgendwo eine Art Populismus aus, die wir machen. Aber ich meine, dass es wichtig ist, dass wir hier mit offenen Karten spielen, wenn es darum geht, für über 1 Million Euro an unsere Stadt zu investieren. Ich habe schon einmal vermisst, dass ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass das nicht korrekt ist. Also, du musst absichtlich. Und das, was ich perfid fand, ist so, dass es nicht 1 Million ist. Das ist trotzdem alles, obwohl du weißt, dass es keine Million ist, es ist immer rum, dass es 1 Million ist. Und das fand ich einfach wirklich unehrlich. So, dann kommen wir bei Ihrem zweiten Punkt. Wir fangen nicht an, für dann zum Projekt von der ersten nach ASBL. Am Laufe dieses besonderen Jahres haben wir mehr wie immer nur gefragt, wie der Plan soll ausgesehen, unabhängig von Corona, mehr in Bezug auf Zukunftsvision
von der Stadt Eschternach. Schon Jahre schwarz man von einer Dachstruktur durch sie für tun, auch ernannt, ich nenne Lummel den Leuschenrapport, das war nach dem Herrn Leuschen, den er gemacht hat, für eine Dachstruktur, Tourismus, Wirtschaft und Kultur. Es hat lange gedauert, bis man die Analyse, die sie gerade hochgehalten hat, am Dezember 2019 präsentiert hat. Stopp, Fehler. Wir hatten ein Gemengerot Erbes des 25. März 2019, wo das tote Dokument gewesen ging. Also das datiert vom Januar 2019. Anna März, 25. März 2019 hat gewesen gekriegt. Okay. Swat, auf jeden Fall. Wir müssen aber bei den Fakten bleiben, bei den ehrlich bleiben. Gut. Auf jeden Fall, ob die Analyse abgebaut hat, man nun die Arbeitssitzung wusste, als die Bühnen in der Lösstoß, wie die ASBL, wie die Kind ausgesehen. Die Grünen-Fraktion hat ihr Schwüsse gelöst, mit dem sich herausgestellt hat, eben an der Arbeitssitzung, an welcher Richtung der ASBL sollte gehen, dass das Konstrukt in Form von einer ASBL an Eisen an, nicht unbedingt Doktoren von unserer ersten Zivilgesellschaft mit abonnen. Weil man die Leute, die etwas für die erste Nacht beidrohen, und die das dann noch schon ein bisschen gemacht haben, wie, zählen sie mir nicht alle gut mit, wie an der Musik, Vereine, Geschäftsleute, Touristoffice, ich will euch hier vergessen, die dürfen an Eisen an dieser ASBL nicht fehlen. Wir waren für 6 Jahre, 4 Jahre in unserem Land, Film und Fertigbrüche hatten als Gemeinde, eine Bürgerbeteiligung umzuregen, wenn wir die Stadtmarketing und Leben gerufen haben. Es haben erst danach ein Bürger sich mobilisiert gehabt, für Macht zu schaffen, unabhängig von Politik. Nur genau die Akteure und Durchsitze gehabt, die ich für Drusche genannt habe, wollen wir den für den Kopf stoßen, eine Bürgerbeteiligung entwerten. Ich agitiere nicht einen Artikel am Nützburger Wort von dem 7. Dezember zu lesen, etwa von Konstantin Wolf, über Bürgerbeteiligung. Ich zitiere: Bei Bürgerbeteiligung geht es nicht darum, alle zu erreichen, sondern die Richtigen. Wie gesagt, wir hatten so ein Durchsetzen. Aber diese Leute von Seite von der Majorität tun wir noch keine weiteren Informationen gekriegt, weil das ungedurchten ASBL soll es gesünder gesagt sein, nur dem es mehr als Abwehr gegeben hatten, sowohl von der Fraktion, von unserer Fraktion die Grünen, wie auch von der DP. Dafür immer an das Budget gehen, wo die ASBL auch schon an diverse Posten budgetisiert ist, wollte man ein Kehr dann auch heim und aufholen, wie das Ganze wird umgehen, was, ja, voilà, wem du an der ASBL soll mit dran kommen. Merci. Lese dann noch eins zu den Mailen, die Sie schreiben. Also, wir hatten die Arbeitssitzung am 25. März, das war effektiv drei Monate, nachdem das Dokument fertig ist. Die muss das Dokument auch eigentlich durchlesen. Da sind jetzt 6 Pisten dran, 6 verschiedene Pisten. Und das ist eigentlich zurück an die Zeit. Da war eine von den Pisten, eine von den Lesungen, war die mit dem Trifolio, da war das Statut vom Trifolio noch schon geändert gehen. Und ihr könnt euch erinnern, dass wir irgendwann an dem, im Laufe von dem Jahr Probleme mit dem Direktor vom Trifolio und Kruten, und das hat sich bis 2019 gezogen. Und du hast das über eine ganz andere Nuss gekriegt. Dann hast du schon mal ein Pist fort, und dann haben wir hier am Gemengerat eine Entscheidung geholt, für ein Interim zu machen, wie den Direktor fordert, und dann irgendwann haben wir zu summen, Mengen nicht, aber geguckt, welches Profil schreiben wir aus für den neuen Direktor vom Trifolio. Und du warst mal eins, und das war eine Rekommendation vom Kulturminister, Ministerium von dem Kulturminister, dass sie eigentlich froh wäre, wenn das Haus Trifolio sich just um Kulturgift kümmert. Und sie wären nie ganz glücklich, dass am der Trifolio ASBL eben auch nach Stadtmarketing an anderen Sachen drauf wären. Und du wärst für mich aber klar, und für mich war doch ein 100%iger Konsens am Gemengerat, dass wir eine andere ASBL müssen gründen, weil das haben wir den Direktor, den wir angestellt haben, falsch angestellt, weil das ist nicht das falsche Profil.
Also wenn wir nicht mehr wollen, dass das Stadtmarketing an die Aktivitäten den Tourismus hier am Trifolen ist, dann haben wir das falsche Profil vom Direktor. Mit dem hat das Profil schon aufgesehen, ich habe das schon geschickt an den neuen Direktor, soll sich exklusiv um den Kulturvolley kümmern. Und dann ist für mich der logische Schluss, und da bin ich ganz überrascht, dass er alles schon rumhängt. Also macht, wenn er das gute Mod-Krieg gehabt hat, dann hat man eine ASPL müssen gründen. Und eine ASPL, wo genau die anderen Sachen draufkommen, die Sachen, die nur am Trifon und drauf werden. Das ist just eine Absplickung davon. Mehr ist es aber nicht. So, der 15. November habe ich dann die zwei Dokumente geschickt. Und dafür sind ich ganz überrascht, dass man keine Ahnung hat, wie die Statute zusammensetzt, und wenn du da hast. Aber ich habe Statuten an eine Konvention gemeldet. Ich habe geschrieben, à discuter. Ich habe nur eine Proposition. All Rekommendationen und all Kritik als wünschenswert. Und da gucken wir, ob das eine Basis, ob der kann weiterschaffen. Du könnt den 23. November Mail von Karol Hartmann, ich lese nicht die ganze Mail, just den Hauptsatz. Als DP-Fraktion unterstütze ich mir das Konstrukt nicht, also sind auch nicht bereit, als Member von der an so einer SPL zu fungieren. Zweitens schon noch können, Mail von Karol Zeimert. Ich soll nicht alles, just ein Satz, das ist schon mehr an die Mail. Als die Gring-Fraktion unterstütze ich mir das Eschner SPL in dieser Form nicht. Ich sage, okay, das ist eine gute Schwarte, aber die hat aber dort Möglichkeit, für zu sagen, pass mal auf, den dritten Artikel gefällt mir nicht, das heute gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Boah, du hast mir weiter geschafft als die anderen Fraktionen hier im Gemengerat. Und natürlich ist und der Proposition, die ich gemacht habe, gefällt und geändert. Und wir haben als festgehalten, dass Membren von der ASPL nicht nehmen, der Gemengerat ist, und das sind sehr. Dann als fünf Leute, bis ich das so drei Leute. Das sind nur die zwei Dinge. Wir sind noch nicht ganz durch. Das war echt Region. Die sind noch immer willkommen für den Mat zu schaffen. Wenn die einfach so, wir machen den nicht Mat, dann ist es aber auch schwer, für irgendwie etwas anderes zu bringen. Also, denke, etwa der ganze Prozess, denke, die ganze Sache mit dem Trifolen, mit dem neuen Direktor, mit dem Mat, hat mich dazu gebracht und gesagt, okay, dann muss man eine SPL gründen. Du hast mir gesagt, an den zwei Fraktionen, okay, wir holen das, was du gesagt hast, wir holen noch nach Leute ab, die nicht am Gemengerat sind, an den CRC5 Leute. Weil du nach einer Sache, in einer anderen Richtung, und heute sagt, willkommen, schafft konstruktiv mit, so was ich steuert. Wir sollten nicht einfach, ich mache da nicht mit. Und da froh da ist, wie führt das weiter? Pardon, ich verstehe nicht, ich es nicht. Mir ist ganz bewusst, wie wir den heute das Dokument abgestellt haben, wo wir als vorstellen, wo man natürlich die Erde weiß, wie es vorgeschlagen ging, als an den Statuten, an die Konvention, wo man in dem Moment Details nicht mit dran bräuchte, weil das ja auch in dem Moment noch nicht publik war und auch noch immer nicht ist, weil das noch nicht an der Öffentlichkeit darüber gesprochen ging. Die Mailer, du hast es gesagt, du hast die zwei letzten Sätze, sowohl von der DP wie von den Grünen, just vier gelesen, da war vier drin, genau eben das bemängelt ging, wie es du siehst, weil es sollte der Gemeinderat sein, den die ASPL sollte formieren, ohne irgendwelche anderen Akteure Motto auf den Weg zu holen, an, wie es du auch gesagt hast, und du hast dann Kritik hier angekommen, die hat überlegt, dass da der CR erweitert von 3 auf 5. Und das ist, weil da ihr schlussendlich da wahrscheinlich Berater gelöst hat, weil das ist Gesetz. Voilà. Aber mir das heute los vor, weil wir gewohnt für den Punkt auf den Ordre du Jour zu sitzen, bis das den Ordre du Jour raus war, weil für uns war es klar, dass die ASPL müsste diskutiert gehen am Gemeinderat immer an das Budget gehen, weil sie budgetisiert wird. Aber wenn das so durchgezogen hat, wie es an den zwei Dokumenten, am Ende, wir hätten den nicht gelesen, weil es könnt ja alles von durch die Dokumente, das sind ganz normale Statuten, die ganze ja einfach rausgegeben sind, weil ich Hunde sehr oft gefragt und nach schwesten Datum nicht. An der letzten Trifolions-Sitzung habe ich gefragt, sind die Statuten nur ausgeschafft,
du hast gesagt, nee, noch nicht. Und da hängt aber nun mal einfach ganz viel drin. Und dafür anderen nicht, dass nicht aus Überheblichkeit, dass man das freuen. Nee, wir freuen nicht, weil wir einfach wissen, wo es hier geht. Aber wir weiter wollen Mat schaffen, schaffen, dass wir willkommen sind, für Mat zu schaffen, anders als Rekommendationen, die hat sie ja gelöscht, das hat auch nicht weiter, das heißt nicht beim CR oder nach einer anderen Matrapport. Ich will auch wieder etwas sagen. Ich will bewusst den Satz hier und den anderen Satz nicht gelesen, ich lese ihn nur trotzdem viel an. Ich fand das immens arrogant. Wir fordern den Chefrat ob ein Propos auszuschaffen, die der Wert als diskutiert zu gehen. Das ist ein enorm arrogant. Ganz ehrlich, fand ich unmöglich. Die sitzt da, die Wert drauf, die sitzt permanent an mir. Ich muss etwas ausschaffen und die sitzt just da, zu werden für das aufzuschießen. Aber ich sitze für ich kann hier etwas ausschaffen. Das ist nicht konstruktiv geschafft. Einfach nur so, dass das nicht gut, mach etwas Neues. Geh, setz dich nicht an, mach die Aufgabe nicht neu. So komme ich nicht mehr viel und ich nicht bin d'accord, für mich so behandeln zu lassen. Tut mir leid, ich habe so viele Sachen zu machen. Ich versuche, ich habe das gemacht in der Zeitdruck, weil effektiv ist es schon Pummel, halt mal was. Da mache ich etwas und dann einfach, mir fordern nicht, um etwas zu machen, da wäre das diskutiert zu gehen. Sorry, das ist respektlos, das ist absolut respektlos. Carol. Ja, merci für das Wort. Ich will sagen, dass an der Intervention, der Ajutz, die wir heute freuen, überhaupt nicht darum geht, für die Form von einer ASBL auf Frage zu stellen. Wenn es die Frage liest, dann geht es darum, für zu wissen, wie grenzen wir, was ist sein Objekt, was sind seine Missionen, wie Leute werden für die ASBL schaffen. So, wie wir in der Arbeitssitzung waren, über das Budget, du stungen die Posten, über das nach ASBL an der Präparation vom Budget, die wir kruten. Und du hast gesagt, gehen von dir, dass par rapport zu der ASBL, dass man da noch müsste gucken, ob das dann da ist oder wo das ist. Für dass man die Diskussion über das nach ASBL aus sich gar nicht gefordert hätten. Das heißt, das war von gar nicht so definitiv an der Arbeitssitzung, ob das dann nach ASBL könnt oder nicht. Ich will aber zurückkommen auf eine Arbeitssitzung, die wir hatten für über einem Jahr, wo am Anfang das, was wir nur vier Leute hatten, als schon präsentiert gauf. Und an der Arbeitssitzung, da hatte ich ganz deutlich meine juristische Schwierigkeiten par rapport zu der Überlegung, die in dem Moment war, herabgerutscht und gesagt, dass wir das unbedingt prüfen müssten, dass ich der Meinung wäre, dass das ein Konstrukt wäre, weil das nicht so könnt umgehen. Und ich muss sagen, wenn dann es ein Jahr dauert, bis wir just für ein Budget eine Proposition durchgelöst kriegen. Und die Proposition ist da genau dieselbe, die wir am Anfang mündlich kruten. Und da ist es nicht zu einer Evolution kommt, dass es nicht zu einer Überlegung kommt, par rapport zu dem, was wir gesagt haben. Und das, wenn wir etwas in einer Arbeitssitzung suchen, dann ist das konstruktiv, und das war im Moment konstruktiv. Und dafür habe ich an meiner Antwort, die du nicht zitiert hast, gesagt, dass ich mich darüber alliieren, was mir an der Arbeitssitzung gesagt haben, die wir über einem Jahr war. Und ich bleibe noch dabei, aber nicht los, weil seit der Arbeitssitzung ein interfraktionell war von der Majorität, es entretemps zu einer Adaptation gekommen ist, an einer Evaluierung par rapport zu dem, was wir für über einem Jahr gesagt haben, da begrüßen wir das durchaus. Das heißt ja, dass aber das, was man gesagt hat, vielleicht einfach nicht so falsch war, trotzdem. Und dass man dann lo zusammen sollte gucken, wen da lo alles an der ASBL sollte mit schaffen. Weil wir sind der Meinung, dass wir als du nicht sollten im stillen Kämmerlein begegnen, dass wir die Akteure, die dann erst danach gehen, sollte man dann Boot holen, für bei der ASBL mit zu schaffen. Und noch hier hatte ich nächstes Gefühl, wie wenn das nicht mehr irgendwo von der Opposition abgeworfen wäre und das gesagt wird, wir wollen das nicht kommen, was wollen, mitstimmen. Das war überhaupt nicht so. Wir haben das Konstrukt, so wie es uns für ein Jahr präsentiert wird, wie wir es am Anfang unverändert, zwar mit ein paar Bayern, in der gewissen Quoten, wir haben das Konstrukt einfach nicht unterstützt.
geht gut nicht darum, dass das Perl im Prinzip nicht unterstützt, dass du weinst. Und auch hier, wir sind für ein Budget, es gibt aber trotzdem viel Suchen halt dran gestartet. Und auch hier sind wir der Meinung, dass wir als Gemeinderat aber die nötige Transparenz müssen. Und das ist auch froh zu stellen, wie weit geht das dort diskutiert innerhalb von der letzten Woche für ein Budget. Ich fand das nicht glücklich. Ich fand doch nicht gut, dass ihr das als Majorität ist, die letzte Woche für ein Budget macht. Ja, du schwätzt nicht nehmen, dich als Vormeister und ich fand das nicht glücklich und das bleibt schon über ein Jahr da. Wir wissen alle gut, wir haben noch den neuen Direktor gesagt, wir gingen das schnell machen vom Trifolio und wir haben das gut nicht schnell gemacht. Und es sind das hier, wo man muss die Responsabilität holen. Das ist genau das. Mir, du bist direkt mit Chocolate, mir. Aber ich bin die Person, den Menschen, die muss etwas machen, das sind ich. Wir warten sitzen, denke ich, von ich, du hin, von ich. Am produzieren da ich habe springen so vorbei ich war überhaupt kein Konstruktor ich war just gestört gehen das auch ich von ihr ich könnte einen Propos machen nee du sitzt dort dem verschränkt bring etwas und da wartest du bis er bist du so vorbei und dann verschießen wir es das ist immer so einfach mir sitze ich doch selber mal einke drinnen an produzieren da etwas schon gut das wird ich und die Impression dass der zwei naive Geteilte im Gemengerot. Das sind die zwei, die am längsten am Gemeinderat sind. Das eine ist der Bürgermeister, die schickt dann eine Mail mit der Konvention heraus, wo dann drei schreibt, alle Marken an Änderungsvorschläge willkommen. Und dann ist der zweite, dann der Strasser, den einfach dann konstruktiv stellt ein paar Fragen. Und dann kommen dann von Gold dann die Mailen von der DP, von den Geringen am von Gold, wo sie dass sie nicht d'accord sind mit dem Ganzen. Ich meine, wir sind so naiv, dass wir am Fungehol davon ausgehen, dass sie alle gute Gifte konstruktiv mitschaffen. Das scheint ja wohl nicht so zu sein. Und ich habe die Impression, heute Abend, dass am Fungehol der Wahlkampf heute zuerst danach angefangen hat. Das ist meine Impression. Und ich meine, da ist Repräsentant von der Zeitung, die können da drüber schreiben, den Abend wird der Wahlkampf halt zuerst dann auch gefahren. Ja, mein zu dem Punkt ist auch alles gesagt. Ich ging etwas Kleines gesagt. Ich ging just so, wie ich es gemacht hat, wenn ich in der Majorität wäre. Also, ich fand es nicht ganz richtig, dass gesagt wird, Opposition schafft dir mal für eine Majorität. Pardon, da sehe ich das so mein Verständnis falsch. Wenn ich in der Majorität gewesen wäre und ich hätte eine Kritik gemacht, kriegt in einer Arbeitssitzung für ein über einem Jahr, die juristischer Natur was, dann hätte ich mich mit einem Jurist zusammengesetzt und ich hätte über Briefe gelöst, ob das, was den anderen Jurist, den auch Conseil aus, ob das, was der gesagt hat, ob das irgendwie Kaberschwanz hat. Und dann wäre ich zurück in die Gemeinderat gekommen und ich hätte gesagt, hallo, ich habe mich nur aufgesichert und wir könnten nicht so machen oder wir könnten nicht so machen. Und ich fand, dass die Initiative von der Majorität aber nicht so viel verlangt war. An die hast du nicht kommen, an die bedauern ich. Merci für die Belehrung. Mir schminge Karol, das ist einfach so, dass der Niv keine Zeit hat, für das zu machen. Und hat das Loh rausgeschossen, nach schnell. Und hat davon rausgegangen, dass mir alle Gute geben helfen. So war es gewesen. Das ist einfach nicht fertig gewesen. Können wir nur zum Budget kommen? Gut, da kommen wir zum eigentlichen Ordre du jour. Ich räume von mir rein. So. Voilà, also den Akzent. Als vom Budget von diesem Jahr als 2019 und 2020 auf das Logement und auf die Schulinfrastrukturen. Ich will an dieser Platz alle Beamten, die sich um Budget beteiligt waren, für den Gemeindesekretär Claude Melchers, dem Receiver Paul Kohn und dem Chef vom Service Technik, Joel Schmalen, für die gelegten Arbeit merci sollen. Also Budget ist nicht rüsselt in das Arm, sondern viel Präparationsarbeit. Und merci gilt natürlich auch der Finanzkommission für ihr Rapport zum Budget. Corona
wird auch im Budget von der Stadt Eschnach seine Spuren haben los. Laut der Zirkulär 3834 vom 8. März 2020 wird das per Rapport zum Budget 2019 ein Minus von 24,8% beim ICC und ein Minus von 17,4% am Fondation de Dotation für das Budget 2020 bedeutet. An Zöllen ausgedrückt heißt das ein Minus von 3,8 Millionen Euro Resetten am ordinären Budget. An der Zirkulär 3109 vom 15. Oktober ist die BES ein bisschen minder stark ausgefallen. Da bleibt aber ein Minus von 24,4% beim ICC und ein Minus von 11,5% am Fonds de Dotation, was ein Total von Minus 2,7 Millionen Euro für das Budget Rectifier 2020 ausspricht, immer im Vergleich mit dem Budget 2019. Und am Budget 2021 ist man ein Minus von 21% beim ICC und ein Minus von 5,4% am Fonds de Dotation zu rechnen. Und das macht ein Total von minus 1,5 Millionen aus. Das heißt, par rapport zum Budget 2019 haben wir in 2 Jahren durch Corona einen Verlust von 4,2 Millionen Euro Resetten am ordinären Budget. Dafür haben wir am ordinären Budget keinen Überschuss mehr von 3,6 Millionen Euro, wie das am Budget 2020 geplant war, mehr am Budget Rectifier 2020 just nach 3,2 Millionen Euro und am Budget 2021 just nach 1 Million Euro. Die Entwicklung vom ordinäre Budget hat sich demnach dramatisch geändert. 2019 hatten wir noch ein Boni von 5,6 Millionen Euro und ein hohes Budget 2011 just nach ein Boni von 1 Million Euro. Weil wir genug Reserven aus den letzten Jahren hatten, haben wir das Jahr kein Emprunt müssen machen, bis kein Emprunt müssen machen, haben wir gestimmt, bis wir den noch zählen mehr. Als ist das, haben wir dann nur ein Schuld von 23 Millionen Euro, also haben wir schon auf 23 Millionen Euro schrumpfen gelos. Und da haben wir das Pro-Kopf-Verschuldung just nach 4.140 Euro, also 365 Euro mehr wie das letzte Jahr. Das sind noch die Zahlen, die die Finanzkommission in ihrem Rapport geschrieben hat. Die angesagten Emprunt von einem Total von 39 Millionen Euro werden wir mit Sicherheit nicht all gebraucht gehen. Sie müssen aber an das Budget dran gesetzt gehen, für das Budget zu equilibrieren. Dadurch werden die Annuitäten und Zinsen auch nicht den Wert von 4,4 Millionen erreichen, so wie das am ordinären Depensen vorgesehen ist. Und damit wird der Boni am ordinären Budget dann aber besser ausgesehen. Aber der politische Spielraum ist definitiv mit klein gehen. Dann zum extraordinären Budget 2021, den ist sehr gesund. Es sind Ausgaben in einer Gesamtheit von 50,6 Millionen Euro vorgesehen. Und wenn ich nur die Großposten hole, 70% davon, sprich 35 Millionen, dann kann ich das eigentlich mit drei großen Gruppenmenten zusammenfassen. Schul, Michelin, 21,6 Millionen Euro, also schon bald halt schon vom ganzen extraordinären Budget. Wohnungsbau mit den Lottissementen, oder Wohnungsbau, ich kann sie auch getrennt haben, Wohnungsbau 6,6 Millionen Euro, das sind die Wohnungen, die wir Gebäudigkeiten, die wir kaufen, oder respektive Wohnungen, die wir kaufen, die wir an drei setzen, also 6,6 Millionen Euro, doch Lottissement auch da geht, was ich auch zum Wohnungsbau Kind zähle, das sind eigentlich 3 Millionen zu werden, sondern auch quasi 10 Millionen Euro, und da bleibt noch eh große Posten, das sind die Straßen, der Kanal, 3,7 Millionen Euro. So, das sind die 35 Millionen Euro von den 50 Millionen. Und der Rest, das sind viel, viel kleine Sachen. Und wenn ihr das einfach so guckt, dann ist nach Hand am Budget 2021 ganz klar beim Bau von der Schule auf der LAG, beim Logement, aber also Straßen und Aufwasserinfrastrukturen. Wir investieren also ganz klar in Zukunft nicht danach. Es sind keine Luxusprojekte. Mehr, das ist ein Invest an eine nachhaltige Entwicklung von der Stadt Eschnach. Voilà.
soll ich rekapitulativ direkt tun oder soll ich das nur eher Interventionen machen? Für ein Wort dann. Okay, dann lassen Sie sich für dich nach Meinung zum Budget, sondern dann für ein Wort gebe ich die zwei Tableaus rekapitulativ Budgetrechte für 2020 an das Budget 2021 dann eigentlich für ein Wort vorlesen. Okay, dann gebe ich die Wortmeldung. Carol. Voilà. Für uns fangen so wir auch natürlich der Finanzkommission und all den Leuten hier an der Gemeinde, die in diesem Budget geschafft haben, für uns den verständlich hier so vorzustellen. Auch das Jahr hat die Finanzkommission uns eine detaillierte finanztechnische Analyse geliefert, die uns ermöglicht hat, das Budget, den umfassenden Dokument, das du gesagt hast, besser können zu lesen. Wir bedauern aber, dass die Finanzkommission, wie sie auch auf hier hilft, die Falschversion gekriegt hat, mit uns nicht kommt, mit den richtigen Donnern zu sprechen. Zum finanztechnischen Deal, weil ich hier auf dieser Platz nicht mehr alle guten Chiffren, die du auch gerade genannt hast, wiederholen, mir just ein paar Markant-Chiffren, die natürlich interpellieren, rausheben. Für das Budget rektifiert 2020 am Ordinären, als von meiner Seite nicht viel zu sagen, außer natürlich, dass Männer, wenn es Covid rauskommt, als wie es gerade gesagt hast, sodass der Überschuss par rapport zum letzten Jahr über 40% geschrumpft ist, wird natürlich unseren Handlungsspielraum erschränkt. Am Extraordinären sehen wir, dass 60% von den geplanten Ausgaben nicht gemacht sind, wird natürlich schwer, als erst das Jahr vorzuwerfen. Das Jahr kommen wir mit einem blauen Ende von, das sind Dinge wieder lief. Trotzdem muss ich am A behalten, dass verschiedene wichtige Aufgaben weder wirst nicht erledigt sind und dass sie just aufgeschubt sind. Für das Budget 2021 am Ordinären möchte ich euch sagen, dass der Überschuss par rapport zu diesem Jahr um 67% mehr klein wird, was natürlich zu erklären ist durch Mannersuche vom Staat. Das lässt uns nicht viel Spielraum, dafür ist es natürlich umso mehr wichtig, dass ihr bei den Ausgaben am Extraordinären umsichtig plant. Es hätte können, dass das Jahr die Projekte, die seit Jahren mit weitergeschläft gehen, mal auf die Lehrstühlen und sich fragen, ob man die alone mit unseren Post-Covid-Finanzen, los mal so nennen, noch wirklich wollen umsetzen. Wir müssen Prioritäten setzen. So wie auch am Rapport von der Finanzkommission bemerkt, fordern die Kring-Fraktion einen Plan pluriannuell. So wie Richter in diesem Papier bemerkt, soll die gerade für die Großprojekte ein Mehrjahresprogramm haben, den natürlich ständig müsst angepasst gehen. Und wir wissen, dass das schon öfters gesagt ist, dass das schwer ist. Aber damit sind wir eigentlich nicht einverstanden, weil wir brauchen trotzdem einen Plan. Infrastrukturen und Mobilität. Wir begrüßen, dass ein paar die Projekte an Ukrof geholfen sind, und wie zum Beispiel der Chantier Dagar gut vorgeht. Aber das ist keine schöne Zeit für Bewohner und Geschäftsleute aus dem Eck. Und die Gemeinde muss ein offenes Ohr holen und richtig kommunizieren. Wir bedauern, dass durch die ganze Fehlplanung von MC Consulting es nicht, wie als erstes angekündigt, mit dem Parkhaus losgegangen ist. Dann hätten wir auf der LAG da eine ganz andere Situation ergeben, nicht bei null aufhängen. Und da eine erste Frage von mir, wo sind wir da drin? Wir begrüßen auch, dass als neues Parkraumkonzept, das bei Novo Nolo nach ein Jahr Viergestaltkreton gesagt wird. Du hast gesagt, wir haben 3 Millionen vorgesehen für Straßenbeleg und Infrastrukturen. Aber auch hier vermissen wir eigentlich einen Plan, um fair zu begrüßen, wenn ihr uns ein Jahr eine Bestandsaufnahme, die ihr bestimmt schon gut geht, präsentieren, für auch, dass wir ein Jahr ein Listing haben von den Straßen oder Nebenstraßen und Abstellen, die noch auf uns durchkommen. Gerade so wie bei der Barrierefreiheit erkennen wir nicht richtig, wenn ich wo was gemacht soll gehen, was sind dort Prioritäten. Da können den guten Bürger mit abonnen und zum Beispiel an unsere neue Mobilitätsgruppe gehen.
Wir sind froh, dass ein Rutsch Vierschläge aus dem Willows-Konzert von 2013 von Zeiner Baumann natürlich umgesetzt kaufen. Dafür stehen aber alle 25.000 Euro am Budget und wir schätzen auch all die Maßnahmen, die in letzter Zeit realisiert wurden. Versteht euch nicht falsch, aber wir fanden, es geht aber bei weitem noch nicht durch. Zum Beispiel müssten wir unbedingt am Budget mehr vorgesehen für ein neues Lokal-Velos-Konzept an ganz Erstanach. Und das an einem Jahr, wo am ganzen Land so viel Velo vorgehen als wie noch nie. Und der Kauf von Velo subventioniert wird. Wir müssen dem Velo mehr Platz an Erstanach gehen und für uns alle mehr Sicherheit garantieren. Ohne vom Autoverkehr getrennten sicher Velos wäre, können wir keinen Kanner mit dem Velo vorlassen. An vielen Städten, sogar Hauptstädten, sind Straßen für den Velo umgemodelt gehen während dem Lockdown und am Sommer. Und hier bei mir, aber erst, wir haben nichts gemacht. Wohnen. Wenn die Gemeinde Promoter spielen bei einer Marquise, muss sie auch können in bezahlbaren Wohnraum investieren. Da sind die paar Projekte, die ich viel geholt habe, ein bisschen mehr an Eisen an. Am Terrain an ein Städt zu gehen, als du nicht überrascht, und du mengenst, du hast es nur für Drunenke wiederholt, sind wir mittlerweile alle guten d'accord. Bei den Ortagert haben wir zusammen, das ist schon ein Zeitchen hier, Kriterien ausgeschafft, für die gemengen Terrain zu vergehen. Mir leid schon ein endgültiges Konzept für, dass die jungen Leute, die mir ja wollen, zuerst nachhalten, können aufhängen mit planen. Stadtentwicklung an Soziales. Wir haben noch am Vorfeld von der Budgetdebatte am ersten Punkt schon viel über die Stadtentwicklung gesprochen und ich wiederhole just, dass für uns Stadtentwicklung kein One-Man-Show kann sein. Da brauchen wir alle guten Akteuren und Bürgerbeteiligung muss großgeschrieben gehen. Zum City-Shopping haben wir als Meinung mehr wie gesagt. Mir war das definitiv fehlt als Posten am Budget, ich gebe nur mal Covid oder Post-Covid nennen. Restaurant, Kaffee, Geschäftsleute und Bürger haben Existenzängste. Es ist definitiv noch nicht drüber. Wir müssen auch auf gemeinem Niveau uns überlegen, wie wir die Relance können mitgestalten. Dafür müssen wir uns auch die finanziellen Mittel am Budget vorgesehen. Hier hatte mir erst viel zu schlagen, eine Covid-Arbeitsgruppe zu gründen und parallel auch zu probieren, so wie wir es schon ein paar gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere, eine Table Ronde mit allen sozialen Partnern von Erstanach zu organisieren. Auch hier bräuchte man einen Plan. Am April, während dem Lockdown, wo wir ein paar Mal als Hilfe angeboten hatten und die Situation mit den Grenzen nicht einfach war, hat der Bürgermeister als vorgeworfen gehabt und seine Antwort auf den offenen Brief von unserer Fraktion, dass wir Werte von unserer Untätigkeit auflenken. Eben gerade das wollen wir nicht. Und dafür bieten wir uns Hilfe an, um erst zu akzeptieren. Es ist uns beim Budget auch aufgefallen, dass wir ganz viel outsourcen. Die Gemeinde misst Arbeitsplätze an der Gemeindehand halten, heute zuerst danach halten. Zum Beispiel am Botsbereich oder diverse Maintenance-Posten. Kultur. Wir begrüßen die rezente Entwicklung von Trifolion an der Musikschule, weil zwei wichtige Häuser für unsere Stadt sind und an dem Maß müssen von der Gemeinde unterstützt werden. Wenn wir als Ziel haben, ein UNESCO-Label anzustreben und ein kulturell, attraktiv, touristisch Stadt zu bleiben, da fehlt es um Bemühungen für die kulturelle Stadtkehr abzuwerten, wie zum Beispiel während dem PRG schon angedacht. Wir müssen mehr an ein Museum investieren, auch hier fehlt uns ein bisschen eine Vision. Kommunikation. Wir begrüßen, dass der Gemeinderat mehr transparent gehen als dadurch, dass die Bürger können nachgucken können, seitdem auch abgeholt wird. Wir begrüßen auch, dass ein Internet-Site neu gestaltet wird, das sind wir schon vom letzten Jahr bei diesem Punkt. Der wird ja dann hoffentlich noch aktuell und wird als mehr Möglichkeit zu kommunizieren, weil an unserer heutigen Zeit geht nicht mehr durch, mit Flyern an der Bord zu sein. Der Bürger soll und will informiert sein, und zwar am Vielfalt. Und das ist nun mal eine von den elementaren Gemeinden Aufgaben und Servicen.
zu guter Letzt Klima. Wenn man zurückgucken gehen, hatten wir für das Jahr 2019 340.000 Euro vorgesehen, haben wir aber nur 150 realisiert. Für 2020 waren da nun just 204 gesehen und all drin nur 150.000 realisiert. Schau sieht ihr rum, just 200.000 für 21 viel. Was aber zu bedenken gibt, weil wir wissen, dass wir dieses Jahr eine ambitiöse Klimaresolution gestimmt haben. Da müssen wir uns all drin ein korrektes Budget dafür geben, für das kann geschafft gehen. Mir geht just zu bedenken, dass wir 800.000 Euro für Parken, aber nur 200.000 Euro für Klimaschutzmessuren dieses Jahr am Budget stehen. Was machen wir für klimafreundliches Verhalten zu belohnen, zum Beispiel bei den Vereinen oder bei den Privatleuten? Prim Ökologie 20.000 Euro, das letzte Jahr gaufen aber just 9.000 Euro verbraucht. Für was ist das so? Die Frau muss ihn sich stellen. Was möchte gemeint für die Bürger zu motivieren? Schaffen wir Anreize für nachhaltig anzukaufen und mit umweltfreundlichen Materialien zu renovieren. Wir denken nun als Bautengesetz. Wir sind ganz froh, dass Holz von Hai an der Gemeinde verschafft wird, aber das allein geht nicht durch. Wir müssen an alle Bereiche umdenken. Lützeburg hat sich ein Ziel gesagt, eine Null-Unfall-Gesellschaft zu gehen. Was möchte als Gemeinde dafür? Welche Aktionen sind geplant? Mit welchem Budget? Zum Beispiel ein Repair-Café oder ein Repair-Werkstatt zu organisieren. Kreislaufwirtschaft. Wie entwickelt die Gemeinde? Dafür weiter für die Bürger im Sinn von der Kreislaufwirtschaft. Schaffen wir Strukturen, die das ermöglichen. Zum Beispiel das Recycling-Center an ein modernes Ressourcen-Center verwandeln, mit einem flotten Boutique, wo Tausch und Weiterverwertung als Second-Hand ermöglicht wird. An den Naturparkgemeinden ist eine Umfrage gemacht, die wir am Klimateam vorgestellt haben, die eben gerade wissen, die dort frohen Punkte herausheben. Der Naturpark geht als Vorgabe, da müssen wir auch auf Gemeindeniveau umsetzen. An der Resolution haben wir einen Klimaresponsablen von der Gemeinde gestimmt gehabt mit der Resolution, als du schon ineinander erwähnt, gut den Mann als Auftrag. Wenn ich in der Debatte eine Überschrift gebe, dann wäre die, wo ist ihre Vision, wo ist ihre Plan. Nach allem werde ich dich heute auf frohe Gestalt tun und auch Antwort auf die tun, stimme mir die Grünen-Fraktion gegen dieses Budget. Merci. Okay, Jane, who's next? Carol. Ja, merci für das Wort. Bon, wir wollen das Jahr das Wort vom Budget in einem speziellen, doch außergewöhnlichen Kader. Den Impact von der Covid-19-Pandemie wurde doch ganz klar auf das Budget 2020, wo man direkt die vier Stimmen dann noch auf das Budget 2021. Wenn ihr zum Lockdown kommt, haben wir als Gemeinde an unseren gut reagiert und als Responsabilitäten überholt. Ob eine Proposition von der DP hin, haben wir uns ab Mitte März als Gemeinderatsmember alle Woche oder alle zwei Wochen per Video gesehen, für zu summen, über Mesuren, die müssen geholt gehen, zu schwätzen. Das konstruktiv am Sinn von unserer Staat zu summen geschafft gehen, das absolut zu begrüßen. Die aktuelle Krise wird dann auch zu diversen Mehrausgaben für 2020 gefordert, respektive auch dazu, dass eine ganze Reihe Investitionen nicht konnten 2020 durchgeführt gehen. Wie dass man noch nicht über die Bürger sie wird also Budget 2021 auch noch von der Pandemie impactiert gehen. Das ist gesagt, ging ich sukzessiv auf das Budget Rektifier 2020 und dann auf das Budget für 2021 an. Für das Rektifier von 2020. Als DP-Fraktion haben wir am Kader von der Corona-Krise diverse Proposen gemacht, und viele davon sind auch vom Chefrat aufgeholt und umgesetzt gehen. Ich will da just ein paar nennen. Ob als Initiative gehen Terrassen und Chantierstaxe für 2020 suspendiert und es sind die Läden Payment akkordiert gehen, wird Wasser und Durchfalltaxe umgeht. Wir hatten suggeriert, dass wir Kommunikation und Bürger machen, weil der Form von einem regelmäßigen Corona-Flyer gemacht gehen ist. Wie von uns proposiert, haben wir alle Geschäftsleute und Restaurateuren auf uns Flyer geschrieben, die als Tourmenage ausgedehnt wurden.
sonst Corona-Mesure von der Gemeinde, die wir als Fraktion unterstützt haben. 50.000 Euro, die en cours de route auf 100.000 Euro abgegangen sind, die für Material gedurcht waren, für unsere Infrastrukturen, die Sanitärregeln anzuhalten. 50.000 Euro für die zwei Bongen-Aktionen Welcome Back und Bon Appetit, die als Geschäftsleiter und Restaurateuren zugutekommen sind, und parallel dazu flott Radioreklamen, die viele Leute auf erst danach gelackelt haben. Finanzielle Unterstützung vom Cinesura, par rapport zu der Musikschule, Gratuität vom Éveil Musical, eine Remise von 50% von den Kuren von Residenten. 90.000 Euro am Platz, 60.000 Euro Subsidien für als Sportsvereine. Unabhängig von Corona begrüßen wir auch Projekte, die 2020 umgesetzt oder mal dezidiert gehen, oder am Gange, sie, pardon, die Renovation von den Treppen, die Camping mit dem Trostknäppisch verbunden, war eine langjährige Forderung von der DP war. An den Ort der Gärt sei die Evolution vom Chantier, Tischwasserinstallationen auf der Gare sind soweit gelöscht und die Konstruktion von der neuen Grundschule sind angelaufen und schreiten gut führen. Als Kritikpunkt von Rektifier 2020 greifen wir die Verkehrs- und Parksituation und Chantiesgestion am Quartier Gare ab. Ob die ich letztes Jahr an meiner Budgetsriert auch schon angegangen sind und die vom Chef Roth an Eisenern nicht seriös an die Hand geholt. Seitdem gewusst ist, dass wir auf der Aller Gare eine neue Schulwerte bauen, respektive Heischwassermesuren holen, haben wir als DP-Fraktion immer und immer näher auf eine gute Organisation und Kommunikation insistiert. Dazu mir an diverse Gemeinderäte, am Juli 19, am September 19, am Dezember 2019, am Juli 2020 und am September 2020 gemacht. Trotz eisen diversen und repetitiven Interventionen geschieht, was die Parksituation an Chantiers oder Verkehrsgestion angeht, aber bei weitem nicht genug. Es geht hier auf keinen Fall darum, für die Realisierung von den Heischwassermesuren oder auch die Konstruktion von der Schule auf Rot zu stellen. Die Situation ist unübersichtlich, schlecht gezeichnet und extrem schlecht kommuniziert. Wir können als Opposition hier nicht mehr machen, wie ihr permanent darüber hinzuweisen. Das Handeln muss dir als Chefrot überholen und das für die Kinder, die bei der Schule gehen, an ihre Eltern, für als Geschäftsleute, für den Klient oder den Touristen, den ihr auf erster Nacht könnt, für die Sportsvereine, für die Residenten rundherum, die Algar und generell für die Bürger aus erster Nacht rundherum. Also, was tut das mit dem Budget zu tun? Am Budget Rektifier von 2020 stehen 0 Euro für bestimmte 600.000 Euro für die Realisation von einem multifunktionalen Gebäude mit Parking dran. Aber bei der Chantiesgestion haben wir 10.000 Euro für Mädchen 30.000 Euro gebraucht, wobei diese Posten und plus alle guten Chantien an erster Nacht betrifft. Für dich zum Parking. Es hat am Kader vom Masterplan Gare von all den Arbeiten, die gemacht gehen, als allererst müssten ein Parkhaus gebaut gehen. Und es ist an Eisenern ein politischer Fehler, den wir allo nach einem Zeitchen werden spüren. Die Konstruktion von diesem Parkhaus als Ugangs auf verschiedenen Reunionen als Priorität durchgestaltet ging. Carol Zeimers hat das auch schon gesagt. Heute ist das Parkhaus auf der To-Do-List vom Chef Roth aber ganz nach Hause geregelt. Die Parksituation ist da wenigstens allo im Moment katastrophal. Es hört den immer näher, dass Leute, die aus sich ob ihr schon noch ankaufen oder erste kommen wollen, nächste Tour machen, weil sie keinen Parkplatz finden. Wenn sie am Tag mit der medischen Kommunikation noch auf einer Parking erledigen kann, so bleibt ihnen alles nicht anders übrig, wie ein Zwischt anders hinzufahren. Was können wir konkret machen? Auch wenn ihr durch die Chantier von der Schule rein von der Platz hier nicht direkt mit der Konstruktion von einem Parkhaus kann aufhängen, muss dieses Projekt aber auch zu einer absoluten Priorität gehen. Auch durch ein multifunktionelles Gebäude. Pläne für das Gebäude müssen auch an Auftrag gehen, für das wir so bald wie möglich mit einer Konstruktion können aufhängen. Als DP-Fraktion sind wir auch der Meinung, dass das Wichtigste an dem ganzen Projekt effektiv Parkplätze sind. Zusätzlich Geschäftsfläche, respektive Wohnungen, sind an Eisenern auf der Platz keine Priorität. Dafür können den auch an einer ersten Phase einfach hingehen an eine Konstruktion lohnen, weil sie zum Beispiel zu Ettelbrück oder auch beim Cargo-Center abgerichtet gesehen, wo an Stollekonstruktionen auch Parkplätze geschaffen werden.
En attendant, muss der Chefrot alles dro setzen, für an all de Phase vom Chantier so viel wie möglich Parkplätzen disponibel zu haben. Für um Sommer hat die DP-Fraktion müsse frohen, dass während dem Congé Kollektiv zusätzlich Parkplätze könnte geschafft gehen, notamment für die Leute, die an erster Nacht spazieren, ankaufen oder essen kommen. Die Proposition, also auch vom Chefrot, gut gehecht an umgesetzt gehen. Nur im Sommer haben wir auf den Chaos beim Transport von den Kanner an die Schule aufmerksam gemacht, dann noch erreicht, als der Kiss-and-Go-Parking gemacht ging und als ein Akkompagnateur von der Gemeinde angesetzt ging, den Kanner vom Parking bis bei die Schule begleitet. Gut, dass wir für den Moment keine Sportskompetitionen an der Sportzelle oder an der Piscine haben, wo gingen im Moment auch die Kippe vom Volleyball, vom Ping-Pong all Samstags oder die verschiedenen Equipe bei den alljährigen Fußballsturnieren an der Halle auch Park gegangen. Dieser Chantier braucht ein permanent Initiativ an Überwachung vom Chefrot und das auch ohne, dass wir erst permanent darüber aufmerksam machen. Als zweites zu der Verkehrs- und Chantiersgestion. Der Chef Roth hat sich ein Büro d'Etudes zur Seite geholt, den der gesamte Chantier soll gerieren. Es gehört und gesagt ihn aber nicht von dieser Gestion. Und ich will auf diesem Punkt ganz deutlich ein Marina Leisenwert für die Stadtmarketing und Baustellenkommunikation zuständig ist, aus der Responsabilität holen. Hat das nicht dafür responsabel, den riesigen Chantier auf der Aller Gare zu gerieren. Was können wir an diesem Fall machen? An Eisenern muss die Kommunikation zum Chantier zusammen mit dem Büro d'Etudes abgestellt gehen. Es muss möglich sein, dass die Leute, die auf Ersternach kommen, auf die Parkinge gelegt gehen, wo Platz ist, von denen sie an Ersternach selber an die Stadt herankommen. Hier werden all die konzerniert und Geschäftsleute vorab seit über einem Jahr auf die nötigen Informationen, Beschilderung und Wegweisung. Wir sind der Meinung, dass in Hai sogar national misst kommunizieren, weil es kommen Leute aus dem ganzen Land ob Ersternach und kein weiß, wo er hin soll fahren. Als Konklusion par rapport zu dem Rektifier 2020 wird DP sich für den Rektifier enthalten, weil wir der Meinung sind, dass an der speziellen Situation, wo wir sind, wir den Reproche nicht können machen, dass die Sachen nicht realisiert werden, wie die Corona-Krise, an der wir dran sind. Budget für 2021. Wie dass wir nicht viel realisiert haben, als ganz viel von den Posten an dem Budget 2021 rübergegangen. Neben all dem, was rübergekommen ist, sind aber am neuen Budget 2021 am ganzen 29 neue Budgetposten dabei gekommen. Nun, das ist ja ganz oft bei Frauen, die man hier am Gemeinderat abgeworfen haben, geantwortet kriegt, dass man, was die Realisation von Projekten angeht, vier Beine an Hanne wieder wären, dass man nicht alles könnte machen und dass man auch nicht nachkommen mit den Arbeiten, die ausstehen. In dem Sinn verstehe ich nicht, dass das Budget so abgeblasen wird, dass in Haut schon weiß, wenn in Haut schon weiß, dass die meisten Projekten, die hier am Budget dran sind, man nicht realisieren können. Das ist an Eisenern nicht kohärent und nicht realistisch. Du machst, wird du nur noch mehr genau auf Zahlen gehen. Just ein Beispiel von Inkohärenz. Am Budget steht die Instandsetzung vom Viermarkt. Wir wissen aber, dass der Viermarkt recht kann, also der Strass beim Viermarkt recht kann realisiert werden, wenn der Strass, wenn die Konstruktion von der Markis fertig ist. Du musst also an Eisenern keinen Sinn, die Strass an das Budget zu setzen. Seit Jahren stehen andere Posten, wie die Instandsetzung von diversen Straßen, Paveen und Trottoiren, die sollen accessibel gemacht werden für Personen mit Mobilität reduziert, Straßenluchten bei Fußgängerübergängen, Plätze für Campkarren und Busse am Budget, und wir schläfen sie von Jahr zu Jahr und kommen einfach nicht für uns. Es fehlt uns seit dem Untritt von euch als Majorität und Prioritäten und konkrete Pläne einer Zeitschiene, wie die einzelnen Projekte noch und noch sollen realisiert gehen. Wie das Budget nicht realistisch ist und für uns keine politischen Prioritäten aufweist, stimmen wir als DP-Fraktion gegen das Budget 2021. Wir wollen aber auf verschiedene Budgetposten, die an Eisenern prioritär sind, kurz angehen. Die Schule als allererst. Für die Konstruktion von Campus Gare sind 21,6 Millionen vorgesehen, das hast du gesagt, Yves. Es wäre an Eisenern flott, wenn wir die 21,6 Millionen noch könnten umsetzen.
Mir ist das realistisch, mir denke, dass es zumindest schwierig ist, für es umzusetzen. Dann Parkplätze. Du renvoyieren ich hauptsächlich auf die Remarken, die wir par rapport zum Parkkonzept am letzten Gemengerat gemacht haben. Wir haben zwei absolute Prioritäten, was Parken angeht. Das eine ist das Parkhaus, ich habe es schon genannt. Du hast ein Projekt von einem Bâtiment multifunktionell mit 100.000 Euro Honorären am Budget 21 vorgesehen. Die Posten müssen an Eisenahn genutzt gehen, respektive müssen sogar nach mehr am Budget stehen, für das es auch sicher ist, dass wir hier vorkommen. Dann sind Parkplätze geplant bei der Aller Gendarmerie und bei der Post. Die unterstützen auch, dass die so schnell wie möglich sollen kommen. Das war nämlich eine DP-Suggestion, die wir im Kader von der Diskussion um die Sperrung von der Marktplatz gemacht haben. Bei den Orten geht es also so, dass für das Projekt d'Exekution 3 Millionen am Budget 21 stehen, waren da 2,4 2020, aber bei der Reset extraordinär stehen 1,5 Millionen für die Partizipation von der Freie Infrastruktur von den Proprietären. Diese PAP muss konsequent weitergeführt gehen, das ist durch die Volontät vom Chefrat, aber wir müssen hier nach Konditionen für die Vergabe von der Bayamphitheotik hier am Gemengerat aufstimmen. Dann zum Willus-Konzept. Seit Jahren ist die Umsetzung vom Willus-Konzept mit 25.000 Euro am Budget, auch nächst 2021, aber es wird aber nicht umgesetzt. Das haben wir letztes Jahr auf dieser Platz auch schon gesagt. Also aber nur ein neuer Posten par rapport zu den Willus am Budget und zweit am Management von Plätzen für Willus am Centre-Ville mit 50.000 Euro, wird auch ein Posten als ob den DP schon mehr oft hier am Gemeinderat hingewiesen wird. Es wäre wichtig, erst danach auch als Willusstaat zu etablieren, aber dafür muss man die Posten, die hier vorgesehen werden, auch realisieren. Dann zum Tourismus. An den Dépenses ordinaires stehen Service d'entretien et réparation des infrastructures de tourisme von 2019. Von 60.000 Euro gehen sie rauf auf 110.000 Euro, sowohl 2020 wie 2021. Das muss die Begrüße mir ausdrücklich, aber mir so, dass es auch wichtig ist für die Attraktivität von Irsternach als Tourismusstaat. Dann gehen laut unserem Budget als Tiermascher renoviert, das ist auch wichtig, an dass neue Budgetposten vorgesehen für Feierschalleien, um Camping zu bauen. Ein kleiner Input von der EIS als DP-Fraktion. 2021 wird als Wolfsschlucht sein 140. Geburtstag feiern. Wir denken, dass an dem Kader eine spezielle Publicität kennt gemerkt im Rapport zu unserer Wolfsschlucht, nicht einmal am Courrier Communal, aber auch mit einer, vielleicht einer nationalen Publikation, und dass man an diesem Kader auch den Wander-WE1 in Evidenz setzen, den durchaus sonst mal für jeden, den schon einmal gemacht hat, ein kleines Bijou ist. Als Tourismusstaat müssen wir regelmäßig an unsere Infrastruktur investieren, an Publicität für uns Gegend machen. Für aufzuschließen noch ein paar Worte zu den diversen Frais d'études, die am Budget stehen. Dabei sind eine Reihe Frais d'études, die müssen gemacht werden, wie Etüden am Kader von Heischwassermesuren, Renaturierung von Bächen, was für uns aber definitiv muss abhalten und darum voyieren ist einfach, ob das, was Fedro gesagt hat, das sind die Etüdefreien, wie wir sie angeschwert haben, wo wir zwischen 2017 und 2020 über 1 Million an Etüden investieren. Das muss abhalten und es muss zu konkreten Investitionen an eine lokale Ökonomie kommen, mit einer anderen, was am Budget steht, dem Mobilier an der Halle Gas, den auch schon letztes Jahr drastung, Acquisition et Remplacement Mobilier Urbain, da stehen 240.000 Euro das Jahr dran, das zu begrüßen, und wir hoffen auch, dass da mehr umgesetzt wird, weil nicht bei der letzten Jahr stehen 240.000 Euro dran, es sind 30.000 Euro umgesetzt und es sind da 210.000 noch für das Jahr, für nächstes Jahr am Budget. Dann Investitionen über Promotion, notamment über Publicität, über das Radio. Da haben wir ganz, ganz flott Publicität gehabt am Kader von Eisenbahnaktionen, wo wirklich viele Leute ab erst danach kommen sind. Das sollte man weiter ausbauen. Konkret Aktionen wie Welcome Back oder Bon Appetit, mit denen den Umsatz gefördert gehen ist, an Zusammenarbeit mit der Union Commerciale. Das sind auch Projekte, die wir absolut sollten beibehalten. Und generell sollten wir auch weiterhin als Geschäftsleute gut
unterstützen. Gegen den Mars dann das Wort gehen, für ein paar Worte zu den Zahlen zu sagen. Merci. Bon, erlaubt mir just auch ein Wort zu der Finanzkommission. Carol Zeimert hat auch einen Punkt angeschaut. Wir als Finanzkommission hätten es natürlich gewünscht, wenn es oder wie dadurch speziell hier war, wie das auch nach 2021 mit Fragezeichen behangen wären oder sind, dass ein Member vom Chef Roth bei der Präsentation vom Budget da gewesen wäre, für heute Deckdaten kurz vorzustellen, so wie das auch an den letzten Jahren geschieht ist. Boah, das ist schon zugeklungen, beim ordinären Teil 2020 rektifiert, sind wir an sich noch relativ gut weggekommen. Wir sind mit dem blauen A, wie ihr seht, davor gekommen, angesichts der sanitären Krise. 4,5% meiner Resetten wie angekündigt, auf 4,1% meiner Depensen. Ein Überschuss von 3,2 Millionen anstatt 3,6 angekündigt. Was nicht schlecht ist an solchen Zeiten. Hauptsächlich ist das entstanden, bedingt durch ein Plus von 1 Million Resetten durch Gewerbesteuern an geplanten Annuitäten, die nicht zu Buch geschlossen sind, anstatt 3,23 Millionen nehmen 2,06 Millionen. Für 2021 sieht das Bild aber schon erschreckend ähnlich aus. Die Resetten bleiben praktisch identisch, ein kleiner Plus von 2,3%. Bei paar Konten gehen die Pensen um 11% an die Lut. 21,83 zu 25,9 Millionen. Ein Überschuss von 1,05 Millionen, was der Burmeister gesagt hat, das, obwohl wir zu 2020 bei der Gewerbesteuer an dem Fonds der Dotation global besser wegkommen. Gewerbesteuer sind nächstes Jahr nach 21% Männer, zu diesem Jahr 24,8%, gehen über immer von 2019, an den Fonds Dotation global 5,4%, zu diesem Jahr nach 17,4%. Die Plus und Depensen sind angeschlossen mit 2,4 Millionen Annuitäten von Emprunten, an Salären, die mir heißen 11,3 vis-à-vis 10,4 Millionen, also praktisch 1 Million mehr. Positiv habe ich 14, das hat Jörg Lesscher gesagt, dass das die Posten Musikschule, wo zwar nach wie vor ein Minus ist von 1,2 Millionen, mehr die jährliche Hoss von 5% von nopischen Mengen ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Auch was ich vorhin gesagt habe, will mit dem Chef Roth nach dem Kehr und Terz lehnen, ein Interview mit dem Staat zu machen, was Subventionen von der regionalen Musikschule an dem Trifolion anbelangt. Der Betrag ist seit Jahren immer noch unchangiert. Und das auch, oder gerade an diesen Zeiten, wie wir es so erleben, wäre es wichtig, dass die Staat hier einen Impuls für die Kultur ging setzen. Es ist wichtig, dass die Gemeinde alles erhält, für den ordentlichen Haushalt auf einem gesunden Niveau zu halten. Zum außerordentlichen Haushalt 2021 hat, wie schon angeklungen ist, lädt Schäfer-Roth einen ziemlich gesunden Optimismus und ein Dach. Resetten von 42,7, das ist also plus von 12,4%, zu 2020 geplant, also 400 Krise, an Depensen von 50,6 Millionen, plus von plus und mehr 22%. Nachher, hier ist wichtig, bei der Abstellung vom Budget besser und in mehr realistische Abschätzung von den Ausgaben zu urchten, und dazu mal an diesen komplizierten Zeiten. Just als Umwirkung, 2018 sind 47% realisiert gegeben von dem, was angekündigt wurde. 2019 44%, 2020 als vieles der Pandemie zum Opfer gefallen, und dafür wollen wir das auch nicht zu viel kritisch belichten. Wie Carol Hartmann schon angeschaut hat, wie soll Servicetechnik über 50 Projekte auf den Weg bringen, kontrollieren, surveillieren, an eine proper Abnahme machen innerhalb von einem Jahr, an verschiedenen Projekten nach einer ganz großen Envergure.
Allein für 2021 sehen 29 neue Investitionsposten am Budget extraordinär, zusätzlich zu denen, die dieses Jahr nicht angepackt dürfen. Eher Dynamik an Tatendrang an Ehren, die Herren, mehr für die Bürger wird auch wichtig zu wissen, wo die Reise hingeht. Wo steuern wir hin? Also sollte das alles zutreffen, wie das angekündigt ist, haben wir 2021 in Schuld von 59 Millionen, was in Pro-Kopf-Verschuldung von 10.400 Euro mit sich bringt, was schon ein enormen oder beträchtlicher Betrag ist. Auch werden dann damit die Annuitäten auf 40% herabgehen, und da kommen wir schon dann um den maximal möglichen Tor von 20%. Aber der Bürgermeister hat just angeschaut, dass man sicher die 33 Millionen Ampren nicht müssen holen. An dem Moment gibt das Bild auch dann ein bisschen mehr moderat ausgesehen. Aufschließend, wie auch schon die Finanzkommission bedauert hat, dann Carol Zeimert hat doch wohl angeschaut, ging nicht wirklich begrüßen, wann endlich ein Plan pluriannuell. Für die nächsten 3 Jahre wäre schon höllefreisch, viel gelöst könnte gehen. Für allem ist das wichtig, für bei den größeren Projekten eine bessere Abschätzung zu kriegen. An Prioritäten auch vielleicht dann auch nicht zu lehnen. Wie, dass wir ja leider an guten Zeiten keine Reserven ungelöst haben. Merci. Gut, Sven. Den als Nächsten, den Sport für tun. Jean-Claude. Bon, das alle Jahre ist dieselbe Rituale, sind noch 20 Jahre dabei. Und vor allem von am einfachsten die 6 Jahre, wo ich an der Opposition war. Das heißt, da können in an der Budgetsitzung am Fungal Majorität ein bisschen kennenlernen, angreifen. Und bon, die sind natürlich immer für sich zu verteidigen, dass die Zukunft von ihr danach den Moment langt, ein großes Chantier haben. Das ist immer dasselbe. Dafür will ich mich auch nicht auf Ziffern ergehen, wo die also wirklich ganz detailliert tun. Bon, bei unserem Recette ordinaire, die muss ich passiver drohen. Hein? 2/3 von den Recetten, das ist Impôt commercial, Fonds de dotation communale, Impôt foncier, wo ich am Fonds keine Hand habe. Bei den Dépenses ordinaire, was können wir da so? Bei den Déchets sind wir noch nicht kostendeckend. Warten aber du, ob das neue Gesetz vom Wasser, vom Abfall für das zu adaptieren. Und dann ist natürlich heute zuerst auch immer den Budget Kultur. Ich meine, was an unserer Stadt, wenn ihr bedenkt, dass 20% von unseren Dépensen für die Kultur ausgegeben. Das muss ich sich mal vorstellen. Das ist wahrscheinlich keine andere Stadt hier zu Lützeburg, die genauso hohes Budget hat für die Kultur. Das heißt, wir haben eine Rolle an der Kultur zu spielen, über die Landesgrenzen heraus, über regional. Defizite, ja, Trifolium, 1.130.000, die müssen wir allein drohen. Musik schon natürlich, da haben wir uns verbessert in den letzten Jahren. Die hat das ja schon gesagt. Da sind wir auch immer bei einem Defizit von 1.250.000, den wir am Anfang wahrscheinlich nicht mehr viel reduzieren können, als wir dann, dass der Staat uns mehr in den Händen greift. Was den extraordinären unbelangt, bon, schon nicht gesagt, wir gestalten Zukunft von ihr danach Campus Car, Marquise, Tochter Gerd. Auch an der Majorität gesagt immer der Bemol, dass zum Beispiel mit dieser Voirie kommen wir nicht weiter, also Servicetechnik, das ist wirklich überlascht. Aber bon, das ist eben so. Natürlich müssen dann die medischen Danzen, die wir haben. Ich meine, wir machen schon einen guten Job. Und wie gesagt, kein Grund für die Budget nicht zu stimmen. D'autant plus, dass der Gros von den Posten, die da dran sind, sie ja normalerweise an Lunamedia gestimmt gehen. Und sie ist wirklich detailfroh, wo ihn sich die Kritiken aussetzt. Merci, Jean-Claude. Christoph, wirst du noch gehört?
Ja, bei mir, ich kann halt noch nicht so wie die Jean-Claude das nicht. Mein 20. Jahr verstoßen, dass das echt. Und ich werde mich einfach ganz kurz, weil ja wirklich ganz viel gesagt ging, dass wir Details waren von Zöllen. Ich meine, für alle echt auch, wie die Anna schon gesagt hat, merci natürlich der Administration, der Finanzkommission, mir auch zum Chefrat, auch einfach für das Jahr, was war. Das war ein schwieriges Jahr. Und ich meine, wir hatten aber alle gut ein Gefühl, auch im Gemeinderat, dass man als Staat gut durch das Jahr gefordert gesehen und ich meine, das war das ein Gefühl für sich, was den Chef hat, aber da ging nicht, dafür mal ein großes Merci und dann eben für die ganze Ausarbeitung vom Budget. So ein Jahr von Covid ist natürlich ein Jahr von Ungewissheit, genauso für die öffentlichen Finanzen wie das für Privatpersonen. Da wenn ich meine, wenn ich lobe, den Budget direkt 2020 zurückguckt, ist das natürlich, hört das da überall seine Spuren haben los. Und dann meine ich, kann ich nach so ein, ich gerade gesagt, mein blauen Arm davor kommen. Ich meine, das kann ich noch definitiv feststellen. Obwohl ich nach dem Pferdespruch hört, bei der ganzen Situation, die Geschäftsleute extrem in den Arm zu greifen, da den Pferdespruch hört, weil er die Taxen, nicht obzieht, Terrassentaxen, Chantierstaxen, ich meine, das waren ganz viele Zeichen, die gesagt sind, die wichtig waren in der Situation, aber wo ich einfach gemerkt hat, dass der Spielraum da war, den nicht mehr da war, weil gut geschafft ging, das wird. L'Ouverture 2021 ungelangt dann den Budget dafür. Auch da, ja, es ist extrem viel vorgesehen von Depensen, wie gesagt, über 50 Millionen Euro, das ist extrem viel Projekte. Aber, und das hat der BMW dafür gesagt, kein ein Luxusprojekt. Ich meine, das ist extrem wichtig, wenn man die Projekte guckt. Sonst hat das, was für die gesagt wird, als Zukunft von Jeschner, aber das ist auch wirklich so. Ich meine, durch der Gerd, Markis, der Campus Gerd, das sind alles Projekte, die Stadtteile nicht just werden für pro Jahr, aber für ganz lange Zeit verändern und zum Guten verändern. Und ich meine, das ist extrem wichtig, dass man also als Stadt auch gerade an einer Zeit wie die Investitionen möchte, auch weitergeht, auch guckt, für Zukunft zu schaffen, wie sich Prätze machen. Natürlich ist es dann auch so, und da meine ich, gibt mir etwas viel machen, wenn man das nicht gibt, angesehen, dass die Servicetechnik etc. auch noch nicht unbedingt zu wenig Arbeit tut und dass man zu schade nicht alle Einzelprojekte werden können, heute an einem Jahr umgesetzt sind. Ich meine, das ist einfach schon realistisch, wird aber kein Problem dürfen sein und ich meine, aber soll auch am Budget so stur wie es steht. Was natürlich wichtig ist, und das ist vielleicht das Einzige für den Chefrat bei all diesen Projekten effektiv Prioritäten sich zu setzen. Ich meine, die sind bislang schon gesagt gehen, die sollen noch weiter 2021 gesagt gehen, mit Prioritäten, wie sie bislang sind, ob Logement, ob Schule, ob Kultur, ob Tourismus, meine ich, sind wir auf dem richtigen Weg für die Stadt. Und voilà, du wünschst auch hier, meine ich, kein großer Grund für das Budget nicht matt zu stimmen. Ja, merci, Christoph. Was nach ein, den hat es so oder so, dann gehen wir zu den zwei Worten kommen. Also ich mache vielleicht Tableau rekapitulativ vom Budget rectifié vom 2020. Ich lese nicht viel, dann hören wir die Wort. Und dann bringe ich den Dingen nehmen, dann nehme ich den Tableau rekapitulativ vom Budget 21. Also, rectifié 2020 haben wir total für Resetten von 21 am ordinären Budget 29.991.185 Euro und 37 Cent an Depensen von 25.961.493 Euro und 59 Cent, sodass wir am ordinären Budget am Rectifié die 3,2 Millionen Benefiz gemacht haben, für die schon vorhin erwähnt gesehen. Und wir hatten noch einen Boni aus dem Konto von 2019, das war ich gesagt, die Reserve von dem Jahr für drin, von 5,5 Millionen, sodass wir insgesamt Boni General von 8,7 Millionen am ordinären Budget hatten. Und dann gehen wir bei dem extraordinären Budget, wo wir total der Reset von 17,36 Millionen Euro und total von Depensen von 18,09 Millionen Euro, sodass wir am extraordinären Budget ein Mali von 731.000 Euro haben. Und den Mali, den haben wir an River an den ordinären Budget von den 8,7 Millionen, haben wir 700.000 weg. Dann bleiben 7
€1.989.911,23 €, die wir da wie gesagt mit an den Budget 21 schulen. Das ist ein Tableau rekapitulativ von Rectifier 2020, den ich noch gleich zum Wort gebe, stellen, wen das mit dem Budget Rectifier 2020 anverstanden. Wenn das da ging, aber wenn enthält sich, dass sie 5 Enthaltungen für den Budget Rectifier an 6.4. Merci für die Enthaltung. Hätten wir schlimm sehen. Voilà. Und da kommen wir zum selben Tableau mehr für das Budget 2021. Da sind am ordinären Budget ein Total von Resetten von 29,9 Millionen Euro und ein Total von Depensen von 21,8 Millionen Euro. Da kommen wir auf die 1.055.000 Euro, wo schon kommen wir gesagt, das wird nicht ganz viel übrig als am ordinären Budget. Wir holen aber dann den Rest vom Budget Rektifier für 2020, die 7,989 Millionen. Und da kommen wir auf ein Boni General am ordinären Budget von aber nach 9 Millionen an 45.101,51 Euro. Da gehen wir an ein extraordinäres Budget. Da haben wir ein Total von 42,7 Millionen Euro an Depensen von 50,6 Millionen Euro. Auch die 50,6 Millionen sind schon ein paar Mal noch entnimmt gehen. Und da realisieren wir dann natürlich ein Mali am extraordinären Budget von 7,9 Millionen. An den Mali von 7,9 Millionen am extraordinären Budget holen wir rüber an den ordinären Budget. Und da bleibt wie gesagt, die 9 Millionen ordinären Budget, die wir haben. Am Boni minus die 7,9, da bleibt Boni definitiv von 1.122.317,99 €. Voilà, da gebe ich den Budget für das Jahr 2021 zum Wort stellen, wenn es mal d'accord, wenn es dagegen ist. Das ist ein anderes Bild, also 5 dagegen und 6 dafür. Merci auch dafür. Und dann kommen wir bei dem nächsten Punkt, das ist Kommunikation. Am Science-Programm bei Kommunikation hat es für Rapport und auch noch gesehen, da drin ist ein Rapport von Mobilitätsgruppe. Und dann das ist ein Rapport von der Bautenkommission. Wir lehnen die immer bei der Menge immer dabei, dass allgemeine Konseille die Rapporte hört, für durchzulesen und weiter mal zu schaffen. Ben, hast du eine Kommunikation? Nein, das ist dann haben wir keine Kommunikation. Wir haben zwar eine Proposition von Daten von Gemeinderatssitzungen. Wir sind mehr oder weniger durch, sobald wir fertig sind, gucken wir eigentlich drüber, da formell mal hier stehen. Wir wollten natürlich Gemeinderatssitzungen für ganz Jahr, für nächstes Jahr festlegen, dass ich friedlich kann, dass an den Kalender androht. Das sind eine Daten, wo man muss gucken. Aber ich denke, dass wir den nach Laufjahr und Jahresend per Mail Musik verschicken, dass ich für beschickt ist, für die nächste Gemeinderatssitzung. Ja, Christian. Du fehlt der Rapport von der Mobilitätsgruppe, die zweite Kehr. Also, wir hatten die Durchsetzung, die du dabei hast, und da kommt nach einem anderen. Soll ich den nach einem schicken, aus dem verloren gegangen? Eigentlich nicht, dass du just vielleicht vergisst, den draufzusetzen, mit der Formel mal den einfach. Dann schön aufgepasst worden. Wenn er zwei gemacht hat, dann. Da melden ihn einfach um die ganze Menge rot. Ich denke nicht, dass man, wenn es nicht gemeldet ist, dann haben wir dann. Wir müssen vergessen, auf das Jahresprogramm draufzusetzen. Gut, also wir haben noch keine Kommunikation, dann hast du Punkt 11. Gehen nach Jean-Claude. Nur eine Kommunikation, also wir haben am Hospiz des Tür am Spital keine Weihnachtsfeier gemacht. Und du mal als Gest, als ein Personal, schiefrängen wir einen Kadosprung, gibt für heuer nicht danach anzukaufen. Die 100 Euro, das für 89 Leute, das ist auch ein gewisser Zum für den Nichternacher Kommerz. Ja, da fehlt darüber Frieden, Job geschafft zu haben.
Gut, so, dann wird bei Question Punkt 11 noch ein Ahner vor, ich habe es überhaupt noch nicht umgepackt. Ich denke, das viel ist viel, das ist alles gut. Gut, ich will okay, dass ich dir für eine Frage stelle. Ich will auch ein Doofbrechen. Dann als die Öffnungssitzung zu mir so in der Presse, vielen Dank, merci für den Interesse. Das ist nicht immer einfach. Das ist zu lang offen da. Am Münchner, am Week-Low, ein ganz kleiner Punkt.